Herzlich willkommen zu Ed Broski, eurer Fußball-Talkshow. Wir sind zurück. Der Ball rollt in Europas Top-Ligen wieder. Die Bundesliga wird jetzt am Wochenende nachziehen. Aber auch in Deutschland wird natürlich schon wieder Fußball gespielt. In der zweiten Fußball-Bundesliga. Die erste DFB-Pokalrunde und auch im Supercup gab es ja schon den ein oder anderen denkwürdigen Moment. Wir sind live wie immer aus dem Experian in Köln. Wir sind ausverkauft. Das ist euer Applaus. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ed Broski. Heute mit dabei Maximilian Beister, Mia Güte, Raphael Honigstein, Martin Groß, Daniel Thun und Marius Wolf live aus dem Experion in Köln. Ja, endlich geht's mit Fußball wieder los. Die Bundesliga steht vor der Tür. Wir haben jede Menge Themen, über die wir reden müssen. Der Transfermarkt ist ja natürlich auch noch offen bis zum Deadline Day. Die letzten Transfers dürfen noch getätigt werden. Der ein oder andere Club hat noch Bedarf. Und wir haben richtig coole Gäste, mit denen wir über all das heute sprechen werden. Ansonsten könnt ihr natürlich, wie immer, uns sehr gerne auch auf Social Media verfolgen unter dem Hashtag @Broski. Sehr gerne bei Twitter mitdiskutieren. Die Highlights kommen auf unserem YouTube-Kanal online und wir sind auch auf Instagram, TikTok und Konsorten natürlich auch überall unterwegs. Und hier im Twitch-Chat, wir lesen euch mit, könnt ihr natürlich auch gerne mitdiskutieren. Und fürs einfache Zuschauen, also ihr müsst auch rein theoretisch gar nichts reinschreiben, haben wir auch wieder ein paar Drops für euch aktiviert. Es gibt unter anderem VIP-Tickets zu gewinnen. Dann könnt ihr hier mal vor Ort bei der Show dabei sein, kriegt die Übernachtung, die Anfahrt gezahlt und schaut es euch einfach mal an. Ich muss euch die Gäste vorstellen. Wir haben heute jede Menge Personal mit von der Partie. Unser erster Gast, sie ist Journalistin, Content-Creatorin und schreibt unter anderem für die 11 Freunde. Einen großen Applaus bitte für Mia Güte. Unser nächster Gast war Profi für Düsseldorf, Mainz und den HSV unter anderem. Einen großen Applaus bitte für Maximilian Beister. Und ebenfalls mit dabei heute der aktuelle Trainer von Fortuna Düsseldorf. Einen riesigen Applaus bitte für Daniel Thun. Hallo. Er ist seit mittlerweile über 20 Jahren Kommentator und Moderator, bringt jede Menge Fachexpertise mit. Bitte einen großen Applaus für Martin Groß. Hallo. Einer der renommiertesten Sportjournalisten, die es überhaupt gibt. Er schreibt unter anderem für den Spiegel und The Athletic. Einen großen Applaus bitte für Raphael Honigstein. Und unser Profi in der Runde darf natürlich auch nicht fehlen. Er ist aktiver Spieler bei Borussia Dortmund. Einen riesigen Applaus bitte für Marius Wolf. Marius, mein Lieber, wie geht's dir? Bist du gut hergekommen? Gut, ja. Bisschen Stau gewesen, aber... Köln, kennt man. Kleine Strecke. Was bist du gefahren? Stunde 20. Geht eigentlich noch, oder? Für Kölner Verhältnisse? Ohne Gas geben. Ohne Gas geben. Bist gemächlich gefahren? Ja. Die PS müssen dann auf der Straße liegen in der Bundesliga. So ist es. Bist du bereit? Ich bin bereit, wir sind bereit. Ich glaube, als Spieler kannst du es kaum erwarten. Eine Vorbereitung macht nicht so Spaß wie Liga und deswegen... Ja, Pokal ist schon mal das erste Spiel, aber Bundesliga ist dann nochmal was anderes. Wie ist die Vorbereitung bei euch so abgelaufen? Wie habt ihr auch die letzte Saison aufgearbeitet? War natürlich nicht einfach, ne, mit dem letzten Spieltag, aber ich denke, es war eine kurze Vorbereitung, dann mit der Reise in den USA. Du hast dann auch gar nicht so viel Zeit gehabt, viele Sachen zu trainieren mäßig, sondern es war viel Marketing auch dabei. Ne? Wir haben unser Ding gemacht, war eine kurze Vorbereitung, aber als Spieler ist es ja natürlich auch was Cooles. Deswegen freuen wir uns alle, dass es losgeht. Erste Mal für dich in den USA gewesen? Nee, dritte Mal schon. Oh, schon gut rumgekommen. Ja, ja.
Jetzt haben ja viele von uns noch keine Bundesliga-Vorbereitung mitgemacht. Also Maxi hat es schon mal gemacht, ich habe es nicht gemacht. Du, woran setzt man da an? Also du hast jetzt gesagt, das ist natürlich auch irgendwo eine Marketingreise. Klar, man will die Brand Borussia Dortmund in dem Fall natürlich auch noch in anderen Ländern nach vorne bringen. Wie arbeitet ihr da als Spieler mit dem Trainerteam zusammen? Ja, wir haben schon unsere Trainingseinheiten. Ja, klar. So hoffe ich jetzt mal für euch. Ja. Nee, im Endeffekt ist es einfach alles kompakter dann. Also du hast ein Training zwischen den zwei Trainingseinheiten, dann oft einen Marketingtermin, wo du dann eben für den Verein was machst. Und das ist dann einfach alles vollgepackt als Terminkalender. Nicht wie wenn wir jetzt zu Hause sind, hast du quasi dein Training, hast dann ja einmal in der Woche vielleicht einen Termin, aber dort ist halt alles Schlag auf Schlag. Du bist 3 Tage in einer Stadt, dann fliegst du weiter in die nächste, bist da 3 Tage, fliegst nochmal weiter in die nächste und dann fliegst wieder nach Hause, also ist ein voller Terminkalender. Und viele Hotelzimmer gesehen wahrscheinlich. Ja. Seid ihr eigentlich alleine im Hotelzimmer oder habt ihr das so herbergenmäßig, dass du da so ein Zimmerkompan hast? Nee, also da sind wir schon alleine. Ich denke, bei der Zeit ist es auch gut, wenn man mal alleine ist und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der das auch mag, zu zweit im Zimmer zu sein, aber ich habe da jetzt nicht gern neben mir jemand, der schnarcht oder so. Mit wem würdest du denn als Erster auf ein Zimmer gehen? Hast du da einen, der dir einfällt? Oh. Oder vielleicht einen, mit dem du auf gar keinen Fall aufs Zimmer gehen würdest. Ich glaube, der Schlotti, der redet mir zu viel dann. Also Grüße gehen raus natürlich an Nico Schlotterbeck, war ich ja auch schon mal zu Gast. Wir müssen noch mal ganz kurz über den 34. Spieltag letzte Saison reden. Ungern. Ja, müssen wir leider doch durch. Wie hast du diesen extremen Moment, wahrscheinlich auch der extremste Moment in deiner Karriere, wie hast du das wahrgenommen und wie hast du danach auch vor allem mental dich regeneriert? Also danach erstmal war ich natürlich mit meinen Jungs und meiner Familie viel, weil die wissen natürlich auch, dass man das Thema dann nicht so häufig anspricht, wie wenn du jemanden triffst, den du jetzt nicht oft siehst. Das ist auch das, wo ich sagen kann, dass wo einen immer wieder dann zurückgeholt hat, sag ich mal, wenn du Leute getroffen hast, mit denen du nicht so viel zu tun hast, die natürlich dann als allererstes danach gefragt haben. Also wie bei uns jetzt gerade. Genau, ja. So wie hier. Also denkst du wahrscheinlich gerade, komm, schon wieder die alte Leier oder was? Nee, aber so habe ich es eigentlich versucht. Ich denke, so haben es alle von uns gemacht, dass einfach jeder die Zeit für sich und mit seinen Ängsten quasi verbracht hat und einfach ja auf andere Gedanken gekommen ist. Was ist deine Motivation für die neue Saison? Gibt es eine klare Zielformulierung bei euch? Ja, dass man es besser macht wie letztes Jahr. Und da hat ja nicht viel gefehlt. Und ich denke, dass auch so ein Erlebnis wie am letzten Spieltag auch nochmal pushen kann. Also so ist zumindest bei mir und bei uns allen, sage ich mal. Wir haben viel darüber auch gesprochen dann, dass es einfach nochmal zusätzlich Energie gibt, einen Schub und dass man es einfach besser machen will. Also Borussia Dortmund möchte es besser machen in der neuen Bundesliga-Saison. Die starten ja gegen den ersten FC Köln, übrigens ja auch ein Ex-Verein von dir. Freust dich bestimmt auf das Duell, oder? Ja, total. Ja. Nochmal ein paar alte Jungs sehen. Wir wollen aber als erstes über die zweite Fußball-Bundesliga sprechen. In der zweiten Bundesliga rollt seit einigen Wochen wieder der Ball. Und es gab schon das ein oder andere Ausrufezeichen. Das Auftaktspiel entschied der HSV eindrucksvoll mit einem 5:3-Spektakel für sich. Am Spieltag darauf folgte aber direkt wieder Ernüchterung. Die Schalker fuhren gegen Kaiserslautern zwar 3 Punkte ein, überzeugend waren sie aber nicht. Und die alte Dame aus Berlin ist nach 2 Spieltagen weiter sieglos, was sie auch der 0:1-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf zu verdanken haben. Wer sonst noch enttäuschte und bei wem sich eine mögliche Überraschung andeutet, das und mehr jetzt bei Ed Broski. Ja, endlich wieder Fußball. Die zweite Fußball-Bundesliga mit dem ein oder anderen Top-Club geschmückt. Auch in diesem Jahr mit Hertha und Schalke gibt es 2 Absteiger mit einem ziemlich großen Namen. Und natürlich möchte auch der Hamburger Sportverein dieses Jahr endlich aufsteigen. Mia, du bist ja ganz nah beim Hamburger Sportverein dran. Emotional vor allem. Hast du ein gutes Gefühl für dieses Jahr? Ja, aber ich hatte eigentlich in jedem der letzten Jahre rein rational gesehen gutes Gefühl, was die Kaderqualität betrifft und so weiter. Vor allem letztes Jahr, weil da meiner Meinung nach die Konkurrenz auch nicht so stark war, wie zum Beispiel im Jahr davor mit Schalke und Werder. Allerdings ist, wie du schon gesagt hattest, dieses Jahr eben die Konkurrenz recht groß. Schalke, Hertha, wobei ich die Hertha weniger stark sehe als die anderen beiden. Aber auch Fortuna Düsseldorf hat mit Sicherheit da oben Wörtchen mitzureden. St. Pauli
Also es wird tough, aber ich glaube dran, ja. Ja, Düsseldorf, du sprichst es an. Daniel, ihr habt ja direkt gut losgelegt im ersten Spiel. Wie war dein Eindruck von dem Zweitligastart? Wie bist du mit deiner Mannschaft aktuell zufrieden? Na, wenn man Hertha BSC zu Gast hat, dann muss man sich schon auf ein bisschen was einstellen. Also ich glaube schon, eine Mannschaft, die im Verlauf der Saison sicherlich ein schon gehöriges Wort mitsprechen wird, was die ersten Plätze betrifft. Vielleicht ist man als Trainer dann ein bisschen froh, wenn man eine Mannschaft hat, die ein bisschen eingespielt ist und dann auf einer Mannschaft wie Hertha am ersten Spieltag zu dem Zeitpunkt einfach auch trifft. Und das war eine riesen Herausforderung, trotz alledem für uns, auch wenn Hertha bisher noch kein Tor geschossen hat und auch keine Punkte geholt hat. Das haben wir ja dann die Woche später gegen Wiesbaden gesehen. Aber man kann sich natürlich auch dann einen anderen Start wünschen oder auch einen anderen Start bekommen. Eine Woche später mussten wir ans Millerntor auf St. Pauli. Ich glaube, Fabian Hützler mit seiner Truppe 2023, das war schon outstanding. Wir haben es zweimal geschafft, dort 0-0 zu spielen in wenigen Monaten. Und deswegen unser Saisonstart für mich mehr als gelungen, nicht optimal. Dann hätten wir 6 Punkte, aber wir haben noch keinen reingekriegt und arbeiten daran, dass es jetzt laufend ein bisschen besser wird. Aber ich höre es bei dir ein bisschen raus. Also ihr geht da auch schon offensiv dieses Jahr ran. Ihr wollt auch oben mitspielen, oder? Ja gut, ich bin jetzt 1,5 Jahre da. Ist ja auch dann vielleicht schon eine etwas Konstanz, die man dann reingebracht hat bei der Fortuna. Und wenn man die Truppe übernimmt auf Platz 16, auf 10 endet, ein Jahr später Vierter wird, wäre jetzt Quatsch, wenn ich erzählen würde, ich will Zwölfter werden, weil ich es noch nicht hatte. Also aber für uns ist natürlich auch wichtig, erstmal den Fokus auf den Prozess zu legen. Die Mannschaften müssen sich sortieren. Ich glaube, es wird eine sehr, sehr breite Spitze sein. Und vielleicht kann ich meine Jungs ein bisschen anfixen damit. Ich habe gerade gehört, in der ersten Liga gibt es Einzelzimmer, in der zweiten Liga gibt es Doppelzimmer. Ich bin froh, dass wir nicht in der dritten Liga unterwegs sind aktuell. Dann wird es nämlich sehr, sehr voll in so einem Zimmer. Also es gibt so ein bisschen gibt's Hochbetten. Ein paar Ideen, warum es ganz sinnvoll sein kann, auch eine Liga zu klettern. Hat der Trainer denn wenigstens ein Einzelzimmer bei euch? Aktuell noch, ja. Also ich weiß nicht. Nee, das ist alles bei uns schon ganz gut sortiert. Also wir haben da auch ein paar Jungs, die alleine wohnen dürfen, weil sie Kinder haben. Aber Marius hat auch ein paar Kumpels bei uns in der Truppe, die hängen ganz gerne zusammen. Also es gibt es dann auch wieder, dass sie sich suchen und finden. Ja, und das ist im Moment vielleicht auch das, was für uns steht. Wir haben eine sehr eingespielte Truppe, ein paar Jungs, die sich sehr, sehr gut verstehen, auch außerhalb des Platzes. Und ist zumindest erstmal eine Basis. Im Moment verteidigen wir ganz gut, ist noch eine viel bessere Basis. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir noch ein paar Tore schießen. Jetzt habt ihr ja bei Fortuna Düsseldorf auf was ganz Interessantes angestoßen. Bei euch gibt es ja jetzt für ausgewählte Spiele auch kostenlose Tickets. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen? Ja, die Idee ist entstanden. Unser Vorstand Alexander Jobs hat das sicherlich mit den beiden Vorständen, dann auch Finanzen Arndt Hovemann und Klaus Allofs als vielleicht dann auch Aushängeschild der Stadt und des Vereins so ein bisschen ausgearbeitet. Die Idee ist ein bisschen daraus entstanden, vielleicht auch diese vielen bunten Sitze in unserer Arena auch mal zu füllen. Wir sind dann vielleicht mit vielen wirklich guten und in einem harten Kern an Fans immer unterwegs, aber wir sind nicht maximal ausgelastet. Und so ein bisschen den Fußball zurückbringen auf die Straße, wenn man vielleicht so ein bisschen den fußballromantischen Ansatz sieht, und den sehe ich dann vermehrt für Menschen, für Familien, den Fußball auch wieder ein bisschen mehr in näher zu bringen. Mittlerweile kostet ja so ein Stadionbesuch auch eine ordentliche Rolle Kleingeld und dazu eine Bratwurst noch, ein Kaltgetränk, können sich viele nicht leisten. Da haben wir ein bisschen jetzt was mit geöffnet, eine Chance. Wir haben in dieser Saison 3 Freispiele, beginnen gegen den 1. FC Kaiserslautern damit. Ja, und wenn es da ein bisschen brennt in unserem Tempel, dann ist es auch zuträglich für die Mannschaft. Wir laufen ganz gut zu Hause. Ja, und dann freut man sich natürlich, wenn alle bunten Plätze belegt sind und dann vielleicht auch mal mit Menschen, die vielleicht nicht sonst so den Zugang finden zum Profifußball, weil ich glaube, das auch gesellschaftlich sehr herausfordernd sein kann. Und wir müssen sehen, wo das hinführt. Also die Tendenz oder die Idee ist es, vielleicht den Fußball mal komplett zugänglich frei anzubieten. Ja, auf jeden Fall eine sehr spannende Idee, die sicherlich auch seinen Applaus verdient hat. Jetzt ist es ja bei dir ganz interessant, wir haben ja hier so ein bisschen so ein Ex-Hamburger Eck bei euch auf der Couch sitzen. Lass uns über den Hamburger Sportverein sprechen. Maxi, du weißt, was in diesem Verein alles so passiert, beziehungsweise wie schnell die Stimmung auch von ganz unten zu ganz oben explodieren kann. Was traust du deinem ehemaligen Verein zu? Ja, zuallererst glaube ich, wie viele HSV-Anhänger erhoffe ich mir dieses Jahr natürlich dann auch wieder die Rückkehr in die erste Liga. Ich glaube, das braucht man nicht groß erzählen. Der Verein, seine Vergangenheit, seine Starkkraft, das ist Erstliga. Das ist mit das Beste, was wir, glaube ich, auch in Deutschland haben. Aber es hat natürlich auch seine Gründe, warum der Verein aktuell in der zweiten Liga spielt. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Allerdings sehe ich das auch so, dass
auch in den letzten Wochen und Monaten, wenn man verfolgt, wenn man sieht, immer mehr Leute sich auch irgendwie verbunden fühlen und die Mitgliederzahlen steigen, die Leute haben irgendwie das Gefühl, wir müssen noch mehr leisten. Und ich glaube, am Ende ist es für den HSV wichtig, Ruhe im Verein zu haben. Ich glaube, das ist immer so ein großer Knackpunkt. Die Stadt, die Medien, das ist nie einfach. Ja? Hamburg ist eine Medienstadt. Die Leute sind natürlich verrückt nach Fußball. Sie sind natürlich auch irgendwo verrückt nach Erfolg oder denken auch sehr gerne an die alte Zeit zurück. Nur man muss natürlich auch die Realität sehen, dass es soweit aktuell nicht ist. Und ich glaube, es ist entscheidend, dass demütig gearbeitet wird. Das kann man schon erkennen. Man hat eine Konstanz in den letzten 3 Jahren. Man hat natürlich nicht den Erfolg, so, den man sich jetzt erhofft hat. Aber ich finde schon, dass dort ein roter Faden zu erkennen ist. Und ich glaube auch, dass ich hoffe, dass dann, wenn der März eintrifft dieses Jahres, dann die positive Serie weitergeht und der HSV nicht wieder in den Negativstrudel gerät. Das war in den letzten Jahren extrem auffällig. Aber ja, ich glaube, wir alle in Fußball-Deutschland können uns schon oder würden uns schon freuen, wenn der HSV irgendwann wieder dann auch hoffentlich dieses Jahr den Aufstieg schafft. Jetzt hast du ja von den Medien gesprochen. Gut, dass wir hier zwei sitzen haben. Also mal die Frage an die Medien. Wie seht ihr den Hamburger Sportverein? Daniel hat es gerade schon ein bisschen angesprochen. Vorteil in der zweiten Liga kann auch eine eingespielte Truppe sein. Und das ist ja etwas, was vor allem der Hamburger Sportverein den Vereinen Schalke und Hertha dieses Jahr auf jeden Fall voraus hat, oder? Das wird man dann sehen. Ne? Also Stichwort ist halt spannend, wie immer in Hamburg. Also ich kann es nicht prognostizieren, was letztlich draus wird, weil du hast das eben schon angedeutet. Ich glaube auch, dass die Spitze in der zweiten Liga, weiß ich nicht, 9 oder 10 Mannschaften umfassen wird. Und wer Rückschläge besser verarbeiten kann, wer damit am besten umgehen kann, wer ruhig bleibt, beharrlich bleibt, auch ein schönes Wort von dir, der wird es dann am Ende sein. Aber der HSV gehört natürlich unbedingt dazu. Das ist klar. Aber sie müssen es jetzt auch mal machen. Nervt ja langsam. Ist ja auch alles erzählt, meine Güte. Sandhausen steigt sogar ab. Was will man jetzt noch über den HSV erzählen? HSV Sandhausen, Geschichte. Der Endgegner vom Hamburger Sportverein. Ja. Raphael, wir haben beim Hamburger Sportverein ja vor allem am ersten Spieltag dann auch mal wirklich gesehen, was da vor allem offensiv möglich ist mit Glatzel und Konsorten. Das ist schon eine Truppe, die vor allem offensiv halt richtig Spaß macht. Was glaubst du, könnten sie den anderen Mannschaften auch voraus haben? Ja, offensiv machen sie Spaß, aber ich habe eher so ein bisschen das Augenmerk, was hinten passiert. Und 8 Gegentore in 3 Spielen, das ist eine Menge. Du hast gesagt, eingespielt, also die Abwehr, glaube ich, bräuchte noch so ein bisschen Gewöhnungszeit. Das System ist auch schwierig, was Walter spielen lässt. Du musst immer dich bewegen als Innenverteidiger, musst du eigentlich Sechser und Innenverteidiger in Person sein. Das selbst ist der Torhüter ja, ne? Selbst der Torhüter ja. Ja, also das ist ein riskantes System, was wir auch im letzten Jahr gesehen haben. Wenn es funktioniert nach vorne, super schwierig für die Gegner in Griff zu bekommen. So viel Bewegung haben wir mit Schalke gesehen, aber nach hinten lässt du halt einfach eine Menge zu. Und ich mache mir so ein bisschen Sorgen, dass es, wieder nicht gut gehen könnte. Und natürlich muss ich sagen, also dass der Hamburger SV nicht in der Bundesliga spielt, oder vielleicht muss man sagen, dass der Hamburger SV nicht regelmäßig im europäischen Fußball sogar spielt, ist eine absolute Tragödie für den deutschen Fußball. Und ich würde mir nichts sehnlicher wünschen, als dass das endlich mal endet. Aber ich bin auch nicht so ganz sicher. Teilst du die Sorge mir? Ja, also die Defensive ist auf jeden Fall die Baustelle. Ich glaube, da sind sich alle einig. Im Umfeld vom Verein, von außerhalb, absolut. Stichwort Konterabsicherung, Stichwort Restverteidigung. Das war, glaube ich, die größte Baustelle, zumindest in der letzten Saison. Zur Defensive jetzt in den letzten 3 Spielen muss man sagen, ja, 8 Gegentore ist echt übel. Es ist jetzt außer gegen den KSC insofern gut gegangen, dass man vorne eben immer mindestens einen mehr gemacht hat. Aber die Viererkette, so wie sie jetzt gespielt hat in den letzten 3 Spielen, die soll eigentlich so nicht zusammenspielen. Der Kapitän Sebastian Schonlau fällt aus aktuell. Der soll jetzt wahrscheinlich gegen die Hertha vielleicht wieder zurückkehren. Auch ein Denis Hadžikadunić ist neu und bei ihm merkt man tatsächlich, wie du angesprochen hattest, dass er sich noch so ein bisschen an das System gewöhnen muss. Jetzt auch im Pokal gegen Essen hat man gemerkt, dass Matteo Raab ist ein sehr talentierter Keeper, von dem ich echt viel halte, aber dass der auch nicht dieses Sweeper-Keeper-Torwart-Libero-Spiel, was Daniel Fernandes eben wirklich gut
drauf hat, dass der dem Ganzen noch nicht so gewachsen ist. Also ich glaube, dass da jetzt die ersten 3 Spiele vielleicht nicht genau so gelaufen sind, wie es auf Sicht werden soll. Trotzdem, selbst mit einem Sebastian Schonlau und selbst wenn sich dort einige Abläufe noch festigen, ist die Sorge definitiv in der Abwehr. Jetzt haben wir ja 2 Profis bzw. einen ehemaligen Profi hier sitzen. Das würde mich bei euch mal interessieren. Findet ihr das eigentlich taktisch für euch ansprechender, wenn man auch wirklich einen Trainer hat, der so diese klare, sehr offene Offensividee auch formuliert, der sehr viel Risiko auch im Ballbesitz eingeht? Ist dir das als Spieler persönlich lieber oder magst du es eher in einer kompakten Defensive zu spielen? Weil du spielst ja auch meistens rechts hinten, wärst ja dann auch jetzt zum Beispiel in dem System von den Hamburgern einer der ersten Anspielstationen. Ich glaube, das ist, das musst du auf den Gegner sehen. Gegen wen spielst du? Das ist, kannst du nicht einfach so als ein Ding sehen, sondern es ist viel mehr. Du weißt, gegen wen du spielst, gegen eine offensive Mannschaft, spielstarke Mannschaft oder gegen eine Mannschaft, die viel hinten drin steht. Ich denke, das ist wichtig, dass man eben als Trainer vor allem immer einen Plan B auch hat, weil man eben auch nicht weiß, wie der Gegner antritt. Und ja, dass du auch im Spiel was verändern kannst, wenn du als Spieler selber merkst, es funktioniert nicht, was wir uns vorgenommen haben oder ja, einfach was umstellen musst. Deswegen denke ich, nur ein System zu haben, ist ein bisschen wenig heutzutage. Aber dieser fehlende Plan B ist ja auch etwas, was bei Tim Walter immer mal wieder kritisiert wird, oder? Definitiv ist auch das, was ich kritisieren würde. Also ich bin eigentlich großer Fan von Tim Walter. Ich bin auch ein Fan von seiner Spielphilosophie. Ich mag das auch ganz gerne, wenn ein Trainer wirklich eine klare Spielidee hat und die auch durchzieht. Dennoch würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Pragmatismus wünschen, ein bisschen mehr sich am Gegner anpassen. Letzte Saison war eben die Restverteidigung das große Thema. Der HSV wurde super oft ausgekontert, hat sich überlaufen lassen. Muss dazu sagen, der Ausfall bzw. die Sperre von Mario Vuškovic tat auch echt weh. An der Stelle vielleicht löst sich dieses Thema ja auch demnächst mal auf. Aber ja, in jedem Fall würde ich mir auch da manchmal ein bisschen mehr Varianz oder ein bisschen mehr Anpassungsfähigkeit wünschen. Daniel, aber Trainer sind halt meist so, du kannst mich gerne korrigieren, dass sie immer sagen, Plan B, ich brauche keinen Plan B, der Plan A muss nur besser umgesetzt werden. Wäre mir jetzt zu trivial, also wenn ich jetzt behaupten würde, also ja, wer einen guten Plan A hat, braucht keinen Plan B, aber ich glaube, es ist dann doch ein bisschen facettenreicher, wobei ich das Konstrukt auch gar nicht bewerten kann oder bewerten möchte. Also ich freue mich auch als Konsument, wenn man auf einem Freitagabend dann HSV gegen Schalke sieht und so ein Fußballspiel bekommt. Ja, finde ich ja super überragend. Schütten mir noch 2 Paulaner rein und das ist dann überragend in dem ganzen Kontext. Ja. Also nicht despektierlich gemeint, sondern einfach, das ist Fußball, das macht Spaß, das macht Bock, da schaue ich dann drauf. Betrachte es dann vielleicht mal ein bisschen differenzierter, weil ich am Ende des Tages doch irgendwo im Ergebnis gemessen werde. Und wenn das Ergebnis gut ist, ich bin der Letzte, der nicht lieber 5-4 gewinnt als 1-0. Ich glaube, das kommt dazu und das ist dann auch zuträglich für die Gesamtentwicklung. Aber am Ende des Tages glaube ich schon, dass ich als Trainer dann doch ein bisschen mehr Werkzeuge brauche und vielleicht auch eine etwas größere Kiste, wo ich raus auswählen kann, wenn ich nicht die beste Mannschaft habe. Also ich glaube, ich kann alternativlos Fußball spielen, wenn ich die besten Spieler habe. Wenn ich sie nicht habe, muss ich mich der Liga ein bisschen anpassen. Die zweite Liga ist brutal herausfordernd, immer aus meiner Sicht, egal wo man hinfährt. Vielleicht nimmt man Copy-Paste. Im letzten Jahr hat es richtig gut geklappt mit den beiden Mannschaften, die defensiv sehr, sehr stabil standen, um aus dieser Liga herauszukommen. Wenn man das vornehmliche Ziel hat, dann ist es sicherlich erstmal ein Schlüssel. Aber ich bin der Letzte, der nicht gerne Fußball schaut und auch nicht so dann ergebnisorientiert dann weniger, aber dann vielleicht so einen hohen Unterhaltungswert hat. Also macht schon Spaß, aber dann noch darauf zu kommen, ich glaube, als Trainer braucht man trotzdem ein paar mehr Türen, durch die man gehen kann. Ja. Man hat als Außenstehender halt so das Gefühl, dass da so ein bisschen Sturheit eben in Hamburg vorherrscht. Ne? Weil die Situation, die du angesprochen hast, mit Vuškovic, mit Schonlau und so weiter und so fort, die hat ja jeder Verein im Laufe der Saison, dass da einer über Wochen, Monate ausfällt und sich dann eben nicht davon lösen können, das ist zumindest von außen meine Sichtweise gewesen auf die vergangene Saison, und immer weiter und 5-4 ist besser als 1-0 und so weiter, alles schön, aber es funktioniert halt nicht immer. Und irgendwann, denke ich so, geht es doch darum, aufzusteigen, Erfolg zu haben. Und dann muss ich halt auch mal irgendwie vielleicht Plan A über Bord schmeißen und da muss ich halt mal dreckig werden oder so. Also, ist jetzt ein bisschen floskelhaft, aber das hat mir total gefehlt. Einfach mal scheiße 1-0. Oder gestern, Pokal, Essen, ist
natürlich erste Runde und so weiter, habt ihr ja vorhin auch schon ein bisschen drüber gesprochen, kriegst du 3 Gegentore. Also, verstehe ich nicht. Und am Ende, ja, wir haben doch gewonnen. Natürlich, erste Pokalrunde, nur darum geht's. Aber im Kontext, 3 Gegentore Schalke, 2 Karlsruhe, weiß ich nicht, ob ich dann so mit der Aussage, ist doch alles egal. Ich gehe auch in die erste Liga mit 100 zu 75 Toren. Schwierig. Aber wenn es klappt, Applaus, bitte. Du hast es angesprochen, gegen Schalke gab es 3 Gegentore und Schalke hat ja nicht mal wirklich gut nach vorne gespielt. Also das waren ja dann vor allem Einzelaktionen, unter anderem von Uedra Ogo bei dem ersten Tor. Wir können auch gleich nochmal reingucken. Lass uns das einmal direkt machen. Wir schauen uns nochmal die Highlights von Hamburg gegen Schalke an. Aber auch das kann passieren, wenn man in der 90. Minute hinten liegt. Nein, wir haben über den berühmten Plan A, berühmten Plan B gesprochen. Wie würde denn dein Plan B aussehen? 1-0. Nein, also ich bin ja kein Trainer. Also ich habe halt nur, und das ist ja, glaube ich, das, was du auch meinst, so das Gefühl gehabt, dass Hurra und wir wollen Erlebnis und so weiter, das funktioniert halt so lange, bis du halt dann mal nicht mehr 3 Tore wie in Heidenheim aufholst oder in Karlsruhe 0-4 oder was zur Pause, ich weiß schon gar nicht mehr. Oder es hätte 0-6 stehen können. Das kann doch nicht der Anspruch sein, wenn ich aufsteigen will. Und an der Stelle, denke ich halt, ist halt die berühmte defensive Stabilität, wie immer ich sie dann auch bewerkstellige, mir dann schon auch wichtiger. Es sei denn, ich sage halt, die ersten 3 Plätze, wenn ich da reinrutsche, ist okay. Ansonsten will ich Spektakel für die 2. Liga. Dann bitte weitermachen. Also wenn man sich mit 2 Paulaner ein Freitagabendspiel reingucken möchte, dann muss man sich den Tim Walter Fußball anschauen beim Hamburger Sportverein. Wir wollen aber auch noch über die anderen Zweitligisten sprechen, unter anderem über Schalke 04. Wir haben sie gerade gesehen. Das ist offensiv bis jetzt noch nicht das, was man sich vorgestellt hat. Man hat zwar die Tore auch in Hamburg erzielt. Mia, du hast es dir ja angeschaut. Aber kann man da schon so eine richtige Spielphilosophie erkennen? Boah, ich finde Schalke eigentlich recht vielversprechend. Also ich finde zum Beispiel einen Brian Lassme total spannend als Transfer. Da hat man auch manchmal nochmal das Gefühl, dass da so die letzten paar Prozentpunkte fehlen, wie es auch letzte Saison bei Bielefeld war. Ist da vielleicht eine Entscheidungsfindung, noch nicht alles ganz so rund läuft, sieht man aber zum Beispiel auch bei manchen Offensivkräften vom HSV. Ich glaube, dass da so einiges zusammenkommt. Du hattest vorhin auch angesprochen, dass es eben eine neue Mannschaft ist, die sich auch ein bisschen finden muss, das Mittelfeld wurde meines Erachtens nach sehr sinnvoll verstärkt mit einem Schallenberg, Seguin, Tempelmann. Aber auch das braucht im Zweifel ein bisschen Zeit, um sich zu finden. Ich glaube aber auch, dass da nach dem 3-5 gegen den HSV ein bisschen schnell irgendwie Schwarzmalerei stattgefunden hat. Auch das 3-0 gegen Kaiserslautern fand ich nicht sonderlich überzeugend. Aber beim HSV wurde danach schon wieder davon geredet, ja, dieses Jahr zerschießen sie die Liga und Schalke wird untergehen. Und ganz so schwarz-weiß sehe ich das nicht. Also ich finde, auch bei Schalke gab es in dem Spiel Ansätze und es hätte auch anders ausgehen können. Ein Mann, über den ja viel geredet wird, du hast ihn ja beim ersten Spieltag auch gesehen, Asan Uedra Ogo, halb gerechtfertigt? Ich tue mich da echt schwer mit Hype. Also hat ein super Spiel gemacht und ist ein großartiges Talent. Ich habe mich jetzt in den vergangenen 2 Jahren auch in der U17 und U19 ein bisschen rumgetrieben, wenn es da in die Endrunden ging. Und alle Trainer und alle Nachwuchsleistungszentrumschefs haben übereinstimmend gesagt, der brutalste Schritt für die ist dann in den Herrenbereich. Insofern können wir gar nicht prognostizieren, wer dann letztlich wo ankommt. Und wenn man sich anguckt, was aus den Nachwuchsleistungszentren dann letztlich in der ersten Mannschaft ankommt, dann sind es halt maximal 2 Spieler pro Jahrgang. Also Marius, du hast ja den Weg irgendwie gemacht und du hast es geschafft. Aber du kennst natürlich, weiß nicht wie viele Dutzend von Spielern, die es eben nicht geschafft haben. Und deswegen finde ich es super gefährlich, jetzt nach einem Spiel zu sagen, wow, Hype gerechtfertigt, ja oder nein. Ich hoffe für den, dass er gesund bleibt, das ist sowieso schon mal das Oberste. Und dass er dann halt auch genügend Leute um sich herum hat. Und ich vertraue da Thomas Reis unter anderem und die anderen Leute um ihn herum, dass die den auch mal rausnehmen. Ja, der geht doch zur Schule. Also das ist echt ein diffiziles Thema. Ich wünsche dem das Beste und möglichst schießt er uns in, dann ist die übernächste WM zum Titel und alles ist gut. Oder mal durch die Gruppenphase, ne, wäre auch gut. Fangen wir mal bescheiden an. Ne? Nehmen wir mal das erstmal. Aber
es ist wirklich total schwer. Ich habe mal Appelkamp, habt ihr bei euch in der Mannschaft. In der U17, U18, U19, da hat kein Mensch darüber nachgedacht, dass der vielleicht mal Profi wird. Jetzt spielt er bei euch eine gute Rolle. Also das, so ist es mir erzählt worden. Ich glaube das einfach mal. Ja, grundsätzlich ist es ja so. Also erstmal brauchen wir eine Menge Geduld mit den ganzen Talenten. Und ich glaube, dieser Hype ist dann auch nicht zuträglich. Ich glaube, gerade aus der Entfernung betrachtet, in Nürnberg ist gerade ein Junge, der macht es auch nicht ganz so verkehrt. Ja. Der schießt 2 Ligatore, nimmt sich in der 90. Minute nochmal einen Elfmeter und schießt dann auch noch im Pokal alles auseinander. Also das ist natürlich dann sehr, sehr gefährlich. Aber es macht natürlich auch Spaß, diese Talente dann zu sehen. Aber ich glaube, wir müssen sie echt total behutsam aufbauen. Und dann wäre ich auch froh, wenn es durch die Gruppenphase geht. Ja, ich sag ja, wir fangen mit 2 Paulanern, ist klar. Oder auch ein dreckiges 1-0. Nehme ich auch. Ja. Aber lass uns mal bei dem Thema bleiben, den Schritt vom Jugendspieler zum Profi. Maxi, du hast es ja auch durchlebt. Worauf muss man da besonders achten? Also wir haben ja darüber gesprochen, es gibt halt auch einfach super viele Spieler, über die dann im Nachhinein gar nicht mehr gesprochen wird, die vielleicht auch dann in der U17 oder auch in der U19 eine wahnsinnig große Rolle gespielt haben, aber eben diesen großen Schritt dann bis zu den Profis nicht geschafft haben. Worauf kommt es da an? Wo trennt sich diese berühmte Spreu vom Weizen? Ich glaube, in erster Linie ist es extreme Disziplin und es ist Ehrgeiz, es ist der Wille. Ich persönlich war jetzt nie das Riesentop-Talent. Ich war vielleicht irgendwie so 1B-Talent, einer, der immer dabei war, aber der jetzt, dem wurden sie nicht sofort gesagt haben, so, das ist er jetzt so. Ich habe in der U16 beim HSV auch die ersten Nachrichten dann von den Chefs bekommen, die gesagt haben, so Junge, jetzt musst du aber auch den nächsten Schritt machen, sonst wird es eng. Und dann mit 19 habe ich dann mein Bundesliga-Debüt gegeben. Ich glaube, die Jungs heutzutage sind ein bisschen zu sehr gepudert, die sind zu sehr verweichlicht und ich glaube, dass wir auch wieder anfangen müssen, den Jungs zu erklären, was ist wirklich Fußballarbeit, was bedeutet es, überhaupt Profi zu sein. Woran machst du das genau fest? Ich finde es, also heutzutage, ich fand diese eine gute Aussage vom Sammy Khedira, der gesagt hat, die A-Nationalmannschaft ist nicht zum Testen da, dafür haben wir die U21. Wenn ich dann teilweise sehe, wie schnell oben dann die Jungs die Chance bekommen und das ist immer die Gefahr, dass du ganz schnell satt wirst und denkst, boah, jetzt habe ich so mein ein Spiel oder zwei gemacht da oben oder jetzt habe ich mal meine ersten Einsätze im Profibereich gemacht. Jetzt läuft das schon irgendwie und ich glaube, diese Gier über eine lange Zeit oder auch diese Gier in jungen Jahren zu entwickeln, zu wissen, ich bin jetzt 14, 15, 16, aber mein Ziel ist noch ganz, ganz woanders. Ich glaube, da ist dann, wo das Talent irgendwann verloren geht, wo sich die Jungs durchsetzen, die im Kopf und in ihrer Einstellung eigentlich schon da sind, wo sie später sein wollen, nämlich ganz oben. Und also ich bin Profi geworden, nicht aufgrund meines Talents, sondern aufgrund meiner Einstellung in den jungen Jahren, alles beiseite zu schieben, um oben anzukommen. Also ich zwischen 16 und 19, da war ich zweimal im Jahr feiern, das war mein Geburtstag und Weihnachten. Und sonst war ich zu Hause und habe einfach mich auf den Fußball konzentriert. Und ich glaube, heutzutage müssen wir schon schauen, dass wir die Jungs auch wieder mehr dazu hinkriegen. Am Ende ist der Fußball eine Leistungsgesellschaft. Alle wollen da oben rein, aber gerne auch die Talente so früh wie möglich reinschmeißen. Aber auch jetzt beim Beispiel Odraogo den Jungen machen lassen. Und gerade auch das Schalker Umfeld ist auch sehr schnell euphorisch, muss man auch immer aufpassen. Und dann liegt es auch an den Vereinen, die Jungs einzunorden, sie dann auch möglichst von allem fernzuhalten, wie es geht, dass die Jungs in den jungen Jahren dann auch wirklich sich erstmal festigen, dass sie dann auch oben wirklich angekommen sind. Bei dir ja auch ganz interessant, du wurdest ja, glaube ich, in der U17 sogar mal aussortiert, kann das sein? Ja. Und zu mir hat der Trainer gesagt, hör auf mit Fußball, mach eine Ausbildung, es wird nichts mehr. Und jetzt sitzt du hier als Nationalspieler. Grüße an den Trainer. Ja. Naja, aber es kommt im Fußball vor. In der U15 waren auch bei mir in der Mannschaft 3 Leute, die sicher Profi werden. Also, weißt du, wie ich meine? Vom Gefühl her. Nee, wie es der Verein Nürnberg damals halt, auf die wurde alles gesetzt, die sind schon so weit. Mhm. Durch eine U15 sind auch welche körperlich, da war ich noch einer von den Kleinsten, von der Größe her auch, ne? Die waren natürlich schon weit, da waren dann in der U17 und ja, die Vereine haben dann natürlich alles auf die gesetzt. Die anderen waren so ein bisschen mit dabei, aber die sind halt da. Und ja, so wurde es dann mir auch in der U17 gesagt, ja, wir machen eine Ausbildung, hör auf mit Fußball oder spiel woanders, es wird nichts. Und ja, das war aber für mich, sage ich, auch ein Erlebnis, wo ich dankbar bin, weil ich glaube, das war so in meinem Kopf dann drin, dass ich gesagt habe, dem, das Wort sage ich jetzt nicht, aber dem will ich es zeigen so, ne? Und
Nee, das ist auch was, weiß ich nicht, ob das heute noch so da ist bei den jungen Spielern oft, dass ihnen zu viel abgenommen wird auch, dass sie zu wenig Arbeit leisten müssen. Das ist ja auch generell eine Sache, die häufig kritisiert wird an diesen Nachwuchsleistungszentren, dass den jungen Spielern halt wirklich zu sehr nur dieser Fußball als Blickfeld gegeben wird, dass sie zum Beispiel, man hört von super vielen Spielern, dass sie noch nie selbst ihre Wäsche gemacht haben und so ein ganz dummes Zeug eigentlich, was man im Jugendalter mal lernen sollte. Stimmt ihr da so ein bisschen auch zu, bei dieser Kritik zu den Nachwuchsleistungszentren, dass ihr die so ein bisschen zu extrem findet? Kann man das sagen? Ich kann immer noch keine Wäsche waschen. Du lässt waschen. Ich glaube, dass das ein Thema ist, was schon seit längerer Zeit in den Nachwuchsleistungszentren und dann eben auch auf DFB-Ebene diskutiert wird. Wie kommen wir da wieder hin, das Ganze ein bisschen mehr zu erden? Ich glaube, dass ganz viel verkopft ist in diesen Nachwuchsleistungszentren und dass sich da im Moment auch ein bisschen was tut. Also diese Ausrichtung, jeder muss alles können oder Tiki-Taka und so weiter und so fort, Das reicht halt nicht. Ich muss auch mal dazwischen fegen können, gerade als Verteidiger. Und es kommt jetzt immer häufiger vor, dieses Gier also auch verteidigen. Ich würde mir mehr Spieler wünschen, die Tiki-Taka spielen können in Deutschland. Aber das ist nicht das Problem. Sondern? Also ich habe irgendwie zum Beispiel bei der WM das Gefühl gehabt, da hat schon einer gefehlt, der den Laden mal zusammenhält, aus der defensiven Perspektive. Der kann ja gerne Fußball spielen, sonst kommt er auch nicht da oben an. Aber dieses komplette, wir spielen jetzt alles, ich weiß nicht, ich bin da kein Freund von. Ich glaube, dass eine gewisse Spezialisierung durchaus sinnvoll ist. Ja, da würde ich zustimmen. Aber die Idee, dass Pep Guardiola den deutschen Fußball kaputt gemacht hat, weil jetzt alle wie Pep Guardiola spielen, ich meine, du schaust doch genug Fußball. Ich sehe da ganz wenig Pep Guardiola in der Bundesliga. Ja. Ich finde aber, dass wir ein Stück weit von unseren Prinzipien weggekommen sind. Also Individualität fehlt, ja, finde ich schon. Ich finde, also im offensiven Bereich Individualität, wir haben schon gute Einzelspieler, jetzt im Vergleich zur Weltspitze aktuell nicht. Und das ist natürlich irgendwo eine Frage von Ausbildung. Aber ich finde, was ein bisschen verloren gegangen ist, ist einfach, dass man den Jungs auch mal aus der Schablone rausnimmt, dass man sie einfach mal machen lässt. Klar, man gibt ihnen Vorgaben, aber lasst die Jungs einfach mal machen. Gibt ihnen Kreativität. Und wir haben sie halt irgendwo so eingeengt in allem, dass die jetzt sich ja, egal was sie machen, nur noch die Frage stellen, ja, darf ich das jetzt? Gucke ich erstmal raus zum Trainer, erlaubt der mir das jetzt? Darf ich jetzt ins Dribbling gehen? Und ich war jetzt noch in meinen jungen Jahren, da haben sie zu mir gesagt, mach, geh ins 1-gegen-1, such das Risiko. Also wir müssen den Jungs schon einfach mehr Freiheit geben. Natürlich gibt es ihnen einen Rahmen, aber wenn du ihnen so die Kreativität nimmst, dann nimmst du ihnen ja auch irgendwo ein Stück weit jetzt auch die Freude. Und du siehst das auf dem Platz, jetzt auch bei der WM. Ich will jetzt nicht sagen, das war eine tote Mannschaft, aber da war eine Mannschaft, da hattest du nicht das Gefühl, dass dann auch dieser Widerstand da ist, dass die Jungs auch gegenhalten können in schwierigen Momenten so. Und ich glaube einfach, wir müssen schauen, dass man schon mehr Kreativität und Freiheit auch wieder für den Einzelnen auch wieder reinbringt und gerade in der Ausbildung dann auch nicht zu eng alles sieht. Ja gut, aber wenn du sagst, wir müssen wieder uns auf die Prinzipien zurückbesinnen, ein Bastian Schweinsteiger, der zum Beispiel gesagt hat, Pep Guardiola hätte irgendwie den deutschen Fußball nachhaltig geschadet, weil jetzt zu viel Tiki-Taka gespielt wird, hast du genau gesagt, ich sehe in der Bundesliga auch eigentlich gar keinen Tiki-Taka bei kaum einer Mannschaft, aber dann muss man sich auch fragen, okay, was sind denn zum Beispiel jetzt die Prinzipien, die zum Beispiel die WM 2014 gewonnen haben? Bastian Schweinsteiger wird da immer hochgelobt als der Spieler des Turniers. Das war er in meinen Augen nicht. Also selbst im Finale war er für mich nicht der beste Spieler, sondern es war eher ein Philipp Lahm oder ein Manuel Neuer, die auch über Spielintelligenz kamen. Und solche Spieler, Ilkay Gündoğan, war im Champions-League-Finale, hat die Champions League gewonnen. So, also solche Spieler haben wir eigentlich noch. Es ist nur die Frage, warum funktionieren die in der Nationalmannschaft schlechter? Wir befinden uns so gerade ein bisschen in der Sinnkrise, weil es gab der Zeitpunkt vor 20 Jahren, die Eltern werden sich erinnern, der Punkt angelangt war, wo man gesehen hat, Deutschland produziert eigentlich überhaupt keine technischen Spieler mehr. Wir hatten nur noch defensive Mittelfeldspieler gefühlt und so sah auch der Fußball aus. Also damit kann man auch ins Finale kommen mit einem 1-0 Fußball, wenn man gute Gegner erwischt, wie 2002. Aber man hat dann irgendwann mal gedacht, okay, wo sind unsere Wayne Rooneys, wo sind unsere Spieler, die mit dem Ball was können?
Es wurde dann umgestellt, jetzt, wo die Erfolge ausbleiben, habe ich das Gefühl, dass manche so die Uhr gerne zurückdrehen möchte. Die alten Tugenden auspacken, grätschen, rennen, laufen. Nur, das können ja alle anderen auch. Also ich glaube, das wird nicht reichen. Und da ist der große Widerspruch, weil viele sagen, ja, Kreativität spielen lassen. Andere sagen, das Schlimmste ist, wenn wir die Kinder nur spielen lassen, die müssen lernen, dass sie gewinnen müssen. Ja? Das Siegen ist das Wichtigste. Und man ist ja gerade im Jugendfußball oder bei den ganz Kleinen dahingegangen zu sagen, die Ergebnisse sind nicht so wichtig und wir zählen gar nicht mit, wie viele Tore fallen und schauen auch, dass es gar keine Tabellen gibt, weil wir eben nicht diesen Leistungsdruck haben wollen auf 8-, 10-Jährige und auch dann auch natürlich auf die Trainer, dass die alles gewinnen wollen, weil es natürlich Entschuldigung, dann die Prioritäten verschiebt, ja. Weil wenn du gewinnen musst, dann lässt du natürlich 8-, 10-Jährige ein Systemfußball spielen und sagen, okay, die anderen spielen hier ein bisschen rum, wir stehen uns hinten rein, kontern die aus, aber das fördert natürlich nicht Ballgefühl, fördert nicht Kreativität, deswegen will man das abschaffen. Jetzt habe ich das Gefühl, dass bevor das aber eigentlich richtig gezündet hat, will man schon wieder zurückgehen und sagen, uns fehlen die Grätscher, uns fehlen die deutschen Tugenden, die Renner. Also mich überzeugt das nicht als Analyse. Ich glaube, da muss man schon schauen, dass man nicht das eine vernachlässigt, um das andere auf einmal wieder zu stärken. Du musst schon beides zusammenbringen, weil es wird nicht mit, also mit Khedira, bei allem Respekt für Union, mit Khedira bei der WM, das ist nicht, glaube ich, der Schlüsselspieler jetzt für Deutschland. Ja, das war ja der Vorschlag von Oliver Runert. Also ich glaube, da muss man schon ein bisschen tiefer ansetzen. Ja. Ja. Daniel, jetzt bist du ja als Trainer aktuell im Geschäft mit drin und kriegst das ja auch mit. Es gibt immer wieder neue taktische Ansätze von den ganz großen Akteuren im Fußball, unter anderem von Pep Guardiola, der sich gefühlt im 2-3-Jahres-Rhythmus dann komplett neue Sachen überlegt. Wie stehst du zu dem Thema, auch was dieses ganze diese ganze Ausbildungsgeschichte angeht? Ich glaube, ich würde es immer noch wirklich ein bisschen differenzierter betrachten. Ich finde auch einfach auch, dass das Talent so wenig im Vordergrund steht. Gerade so das, was Marius gesagt hat. Wir haben unfassbar wenig Geduld. Ist immer dieses, man hat immer Angst, was zu verpassen, das beste und tollste Talent zu verpassen. Es wird von einem Leistungszentrum ins andere transferiert. Es werden unheimlich viele so hohe Summen ausgegeben. Es wird dann irgendwo versucht, dann wieder den nächsten Diamanten zu finden. Und ich glaube einfach, wir brauchen Zeit. Es ist wirklich dieses, ja, Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Und wir müssen einfach den Betrachtungswinkel verändern. Also Fußball, ja, die Jungs können verdammt viel. Aber am liebsten zocken die einfach. Und wenn man ihnen dann immer nur vorhält, in irgendwelchen Systemen unterwegs zu sein, ja, können sie alle. Deswegen müssen wir es auch ein bisschen verändern. Kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber wenn man so ein DFB-Pokalspiel hat, wie wir gestern, ja, dann kann man sich darüber unterhalten, was alles schlecht läuft 15 Minuten lang. Und vielleicht hilft es dem Spieler dann auch nicht, wenn er 10 Meter übers Tor schießt, dass ich ihm sage, er soll den Überkörper über den Ball legen. Sondern vielleicht hilft es dann einfach auch mal, dass ich dem erzähle, davon habe ich auch schon 300 drüber geschossen. Also ich glaube, wir müssen einfach komplett einen anderen Ansatz dann einfach wählen, ein bisschen mehr Freiheit geben. Ja, und dann darf man, und dann sage ich, dann bin ich kein Fußballlehrer und erzähle den Jungs gestern, dass wir von Dreierkette auf Viererkette umstellen müssen, sondern einfach, ja, ich weiß schon, wie scheiße Pokal einfach ist. Und vielleicht sind das Pokalgesetze dann einfach und dann nehmen wir es einfach nochmal an und müssen dann zusehen, dass wir das Ding über die Linie bringen. Dann bin ich wieder lieber bei 1-0 als bei 4-3 jetzt vom Gefühl als Trainer, weil ich Ergebnisse erzielen muss. Und ich glaube, das ist runtergebrochen auch bei allen Talenten so, die wir einfach haben. Wir haben selber, ich in der Jugend, ich habe viele Talente auch verpasst, wo ich gesagt habe, okay, das wird vielleicht nicht der Weg. Anton Stach hat bei mir gespielt. Das war ein Spieler, der total retardiert war, auch wenn er schon sehr groß war. Ja, aber dann auch den zweiten Bildungsweg genommen und jetzt im Moment macht er, glaube ich, in Mainz viel Spaß, hat ein A-Länderspiel schon hinter sich. Ja, das ist doch cool, wenn die Jungs dann diesen Weg dann finden und dann vielleicht auch gehen können. Und das, glaube ich, gilt für unfassbar viele Talente. Und ich finde eigentlich auch, wir brauchen eine gesunde Balance. Also ist auch immer schade. Als Trainer im Leistungszentrum fand ich es eigentlich auch nicht so gut. Wie Maxi gerade sagte, ja, wenn man nur zweimal im Jahr feiern geht, ist doch Bullshit. Wenn die Jungs eine Geburtstagsparty haben, die sind 12 Jahre alt, dann sollen sie da hingehen und mit ihren Freunden einfach feiern, anstatt zu sagen, ich muss heute zum Training und wir trainieren die Raute. Also wir müssen da eine gesunde Balance finden und dem Jungs auch mal wieder ein bisschen den Spaß am Fußball vermitteln. Und dann kommen auch einfach wieder ein paar mehr durch und haben einfach Bock, auch dann ein bisschen Tiki-Taka mehr zu spielen, aus meiner Sicht. Also ein bisschen mehr verändert den Betrachtungswinkel einfach. Also, nicht zu viel Raute trainieren. Wir sehen uns gleich nach einer kurzen Werbepause wieder. Danach wird Marius auf dem Hotseat-Platz
nehmen und wir werden noch über viele andere Themen im Fußball sprechen. Bis gleich. Freunde, ich habe eine richtig gute News für euch, für alle Gamer da draußen, denn EAFC 24 steht vor der Haustür. EAFC 24 kommt mit der neuen Hypermotion V und die sorgt für das authentischste Spielerlebnis aller Zeiten. Optimierte Spielerstile, verbesserte Frostbite Engine und so lebensechte Profis wie nie zuvor. In Bewegung wie Fußball, spielt sich wie Fußball und sieht auch aus wie Fußball. Eine neue Ära beginnt und passend dazu habe ich einen richtig coolen Deal für euch mit Mediamarkt und Saturn. Und wenn ihr beim Kauf von EAFC 24 10 Euro sparen wollt, dann seht ihr alle Infos genau hier. Denn mit meinem Code BROSKI10 könnt ihr beim Checkout 10 Euro sparen. Einfach den Code BROSKI10, alles groß geschrieben, danach die 10 ohne Leerzeichen eingeben und dann spart ihr 10 Euro beim Kauf. Der Rabattcode ist natürlich für jede Plattform gültig, also völlig egal, ob PlayStation, Xbox, PC oder auch Nintendo Switch. Und ganz wichtig, der ist bis zum 28. September gültig, also einen Tag vor dem offiziellen Release. Bis dahin könnt ihr vorbestellen, Code BROSKI10. Das war's aber immer noch nicht, denn es gibt noch einen exklusiven Download-Code für euch dabei, wenn ihr das Ganze vorbestellt. Ihr kriegt exklusive Deko-Items für Ultimate Team und noch ein exklusives Trikot. FC United, also auf jeden Fall abchecken. Also Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Bestellt euch jetzt EAFC 24 vor. Mit dem Code BROSKI10 spart ihr 10 Euro. Also, rein da. Wir sind zurück bei Ed Broski, ja. Eurer Fußball-Talkshow. Aber ich schreibe gleich auf. Und ihr hört schon, hier wird munter weiter diskutiert. Aber bevor wir das tun über weitere Themen, schalten wir erst einmal rüber zum Hot Seat bei Marius Wolf. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Vor welchem Schiedsrichter hast du am meisten Respekt? Boah. Ich denke mal, Respekt habe ich vor allen. Post Malone oder Lil Baby? Post Malone. Start, Bench, Sell. Bellingham, Kamavinga, Modric. Boah. Bellingham, Modric, Kamavinga. Einen Spieltag Bundestrainer oder BVB-Trainer? BVB-Trainer. Wer ist der größte Spaßvogel bei deinen bisherigen Profistationen? Schlotterbeck. Nach der Profikarriere, Funktionär oder raus aus dem Fußball? Funktionär. VAR, abschaffen oder behalten? Behalten. Wer war dein bisher härtester Gegenspieler? Heuming-Son. Welche Person hat dich in deiner Karriere bisher am meisten geprägt? Kevin Prinz Boateng. Sommerpause, Malle oder Wellness? Malle. Wer hat beim BVB den schlimmsten Modegeschmack? Oh. Er hat mich wieder beim Schlotti. Ja, vielen Dank, Marius. Sehr interessant. Grüße an Schlotti auf jeden Fall. Wir werden als nächstes über den Bundesliga-Saisonstart, den DFB-Pokal und den Supercup sprechen. Endlich ist er da. Nach langem Tauziehen ist Topstürmer Harry Kane Spieler des FC Bayern. Über 100 Millionen Euro hat er gekostet und ist damit der teuerste Spieler der Bundesliga-Geschichte. Die Chance auf seinen ersten Vereinstitel war direkt da. RB Leipzig führte die Münchner im Supercup aber vor und gewann deutlich mit 3:0. Auch im DFB-Pokal lagen Freude und Leid wieder nah beieinander. Werder Bremen flog bereits zum 13. Mal in der ersten Runde raus. Auch Bochum und Hannover mussten sich den vermeintlich kleineren geschlagen geben. Wer überrascht hat und wie die Vereine vor dem Bundesliga-Start stehen, das und mehr jetzt bei Ed Broski. Bundesliga-Rekordtransfer, Harry Kane. Hat es jemand von euch mitbekommen? Puh. Keiner. Harry Kane ist nach Bayern München gewechselt. Über 100 Millionen. Glaub's immer noch nicht. Ich muss noch Florian Plettenberg anrufen. Grüße gehen raus, Herr Plätti. Ja, Es war eine anstrengende Woche. Ja. Ja. Inwiefern anstrengend?
Ja, aber ich war natürlich auch ein bisschen so mit drin und jeden Tag, fast stündlich, ja, nein, es war am Wackeln, es war nicht am Wackeln, er fliegt nicht, es war anstrengend. Jetzt hast du gerade gesagt, dein härtester Gegenspieler bis jetzt war Heung-Min Son. Wird er von Kane überboten oder hast du auch schon mal gegen Kane gespielt? Er hat ja mitgespielt. Ja, gegen Tottenham, aber Son ist wahrscheinlich mehr deine Position, ja, oder? Ja, ich denke mal, für die Bundesliga schon ein geiler Transfer. Dortmund nicht. Ja, gut, dann hätten sie einen anderen geholt wahrscheinlich. Ich will mich immer mit dem Besten messen. Wie gesagt, für die Bundesliga ist es ein brutaler Transfer und man wird sehen, wie er in Bayern oder bei den Bayern zurechtkommt. Ja, wie Harry Kane bei den Bayern zurechtkommt, haben wir im Supercup zumindest für ein paar Minuten sehen dürfen. Wir schauen einmal ganz kurz auf die Highlights. Ja, ein ungeglücktes Harry Kane-Debüt und auch ein schwieriger Start in die Saison der Bayern. Raphael, wie hast du das Spiel gesehen? Gibt es berechtigte Sorge bei den Münchnern? Absolut, absolut. Weil man hatte das Gefühl, gerade nach der Vorbereitung, dass man weiter ist, dass die Mannschaft auch wieder Lust hat zu spielen. Das war ein großes Thema hinter den Kulissen, dass es wenig Spaß gibt, wenig Spieler, die auch mit Freude zum Training gehen, die Lust haben, die andere anstecken, positiv. All das war so ein bisschen wieder da und war dann sofort wieder weg. Und deswegen war Tuchel auch dermaßen geschockt und bedröppelt. Ich weiß nicht, ob man hätte das gleich so groß machen müssen, wie er es dann gefahren ist. Du sprichst das Interview nach dem Spiel an? Genau. Aber dass Bayern wirklich so wenig Struktur hat, so wenig Fluidität, so wenig auch Zusammenhalt, dass sie nach den Gegentreffern, hast du das Gefühl, das dauert immer ewig lang, bis die Mannschaft wieder sich fängt. All diese Dinge, die man von Bayern nicht gewohnt war bis zur letzten Saison, diese Probleme sind alle noch da. Und das war schon enorm erschreckend. Nicht nur für Tuchel, sondern auch für viele Bayern-Fans. Du hast mich so angelächelt, Martin. Ich dachte, du möchtest was dazu sagen. Ich bin halt mal gespannt, wie das ganze Konstrukt da so funktioniert. Martin genießt das, habe ich das Gefühl. Natürlich genieße ich das, weil ich ja spannende Bundesliga will. Ich will sowas wie in der vergangenen Saison, wenn du jetzt schon hier sitzt, dann natürlich mit einem anderen Ausgang. Und ich glaube halt nicht, dass 100 plus x Millionen auf einer Position ausreichen, um das in Gang zu bekommen, was sie gar gerne hätten. 10 Punkte Vorsprung nach 16 Spieltagen oder so. Und deswegen bin ich einfach nur gespannt und freue mich drauf zu sehen, wie das so geht. Und dieses 0-3 macht mir noch mehr Lust auf den ersten Spieltag. Soll die mal nach Bremen fahren? Also wirklich, also gucken wir doch einfach mal. Oder? Oder? Wir schauen, ich bin wieder Konsument. Also ohne Kaltgetränke. Nein, aber es ist Freitagabend, das ist deine Zeit. Ja, eben. Es ist meine Zeit in der Vorbereitung auf Paderborn, ja. Und somit täglich Brot, aber klar, ich habe das Spiel auch gesehen. Und auf der einen Seite, klar, Harry Kane, auf der anderen Seite habe ich eine Leipziger Mannschaft gesehen. Die kann auch schon ein bisschen Alarm machen, die Saison. Das haben wir am 33. Spieltag gesehen. Also die eben vorbeigehen, einfach auch mal so zu schlagen. Zeiten sind vorbei, glaube ich auch. Aber auch so, deswegen Konsument. Ja, ich habe auch Bock, Harry Kane in der Bundesliga zu sehen. Ist ja auch ganz schön. Also auch wenn es dann über 100 Millionen sind. Vielleicht müssen wir uns da ein bisschen öffnen, auch wenn Geld sicherlich dann in dem Überfluss jetzt geflossen ist, wie es vielleicht auch nicht so zuträglich ist. Aber konkurrenzfähig international will man sein. Bayern München, outstanding dann vielleicht in dem Fall, dass man die Liga diktieren will. Aber da sage ich auch, dann bin ich wieder Konsument. Ich habe dann auch schon ganz gerne die Schwarz-Gelben vorne stehen und vielleicht jetzt auch ein bisschen mehr Dynamik oben in der Spitze. Also der Einzelne zuträglich für die ganze Liga, glaube ich. Und das Gesamtkonstrukt, bin auch gespannt, wie stabil es sein wird in den nächsten Monaten. Mia, wie hast du das Spiel gesehen? Denkst du, mit Harry Kane wird es für Bayern diese Saison einfacher oder deutlicher? Also ich denke auf jeden Fall, wir sind uns alle einig, Harry Kane ist ein Weltklasse-Spieler und er wird mit Sicherheit bei Bayern auch seine Tore machen. Ich glaube aber, dass die Probleme, und das hat das Spiel gestern auch gezeigt, tiefer gehen als nur die fehlende Sturmspitze. Also ich meine, Tuchel hat es selbst in der Vergangenheit jetzt gesagt, man hat keine richtige Sechs, man hat diese Holding Six nicht. Tuchel hat öffentlich gesagt, Kimmich ist das nicht, obwohl Kimmich offensichtlich anderer Meinung ist. Es ist auch sowas, was ich an der Nachbetrachtung vom Spiel gestern super spannend fand, wie Thomas Tuchel wieder kommuniziert hat, weil so als Außenstehender ist das amüsant mit anzusehen, wenn er sich da hinstellt und vollkommen ratlos ist und eigentlich
Dinge sagt, die sonst nur ein Trainer sagt, der im Abstiegskampf gerade steckt. Also ich bin ratlos, ich weiß nicht, was hier passiert. Man stellt sich mal vor, das würde jetzt ein Trainer machen, der ein bisschen weniger Kredit vielleicht hat, der irgendwie eben einen VfL Bochum trainiert oder einen FC Schalke 04. Das hört sich an nach Abstiegskampf, und das hat er auch in der vergangenen Saison nach dem Spiel gegen Mainz zum Beispiel so gemacht, aber da war es noch ein bisschen was anderes, weil da kam er sozusagen als Außenstehender in ein Konstrukt rein, was ja offensichtlich auch die Verantwortlichen damals als nicht funktionstüchtig so bewertet hatten. Jetzt ist er aber Teil dieses Konstrukts. Er hatte die gesamte Vorbereitung. Er hat sich jetzt mit den Transfers verstärken lassen, so wie er das anscheinend gewollt hat. Zum Beispiel ein Harry Kane. Gut, von dem hat man jetzt gestern nicht so viel gesehen. Ich würde auch nicht sagen, dass es jetzt an ihm lag, dass man da in den 30 Minuten, wo er auf dem Feld stand, sich eigentlich keine wirkliche Chance mehr erspielt hat. Aber dennoch ist es einfach bemerkenswert zu sehen, wie ein Thomas Tuchel sich da offensichtlich hinstellt und sehr öffentlich seine Mannschaft anzählt. Das hat er auch in den Tagen davor schon gemacht in Richtung Kimmich und in Richtung Tell. Und das ist spannend und hat für mich auch durchaus Konfliktpotenzial mit Blick auf den Rest der Saison bei den Bayern. Siehst du Tuchel unumstritten bei den Bayern? Oder gibt es auch einen Zeitpunkt X, wo man dann auch über die Personalie irgendwann mal reden muss? Weil er wurde ja in der letzten Saison, wie Mia das schon richtig gesagt hat, lange Zeit rausgehalten. Da wurde mehr oder weniger öffentlich kommuniziert, dass da die Saisonziele halt vor ihm verfehlt worden sind durch diese ganze Unruhe. Ab wann ist der Zeitpunkt, wo man vielleicht auch mal über Thomas Tuchel reden muss? Allein, dass du die Frage stellst, bevor die Bundesliga angefangen hat, zeigt, dass es da schon ein bisschen was ins Rutschen gekommen ist. Aber ich glaube, er, und das hat Mia so ein bisschen angedeutet, er nimmt sich das natürlich auch raus aus dem Gefühl der Stärke. Er kann das machen. Ein anderer Trainer, der sagt, ich komme an die Mannschaft nicht ran, unterzeichnet eigentlich seinen Rausschmiss. Tuchel sagt das, weil er weiß, dass viele glauben, das Problem ist nicht er, sondern eher die Mannschaft. Und er gibt das momentan weiter. Nur das kannst du natürlich nicht dauernd machen und nicht endlos. Du musst dann schon schauen, dass du die Mannschaft hinter dich bekommst, dass du diese Struktur reinbekommst, auch dieses Selbstbewusstsein, was völlig verloren gegangen ist. Und man kann streiten, ob er dann auch einen Teil dazu beigeleistet hat, dass vielleicht bei dem einen oder anderen das Selbstbewusstsein nicht so da ist. Aber er ist noch immer in der Position der Stärke. Nur bei Bayern geht es schnell. Also wenn du jetzt, ich kann es mir nicht vorstellen, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, die ersten 3-4 Spiele nur eins gewinnen solltest, dann wird man in München nervös werden. Ich glaube nicht, dass man dann sagt, es liegt an Tuchel, aber man wird sich dann große Gedanken machen müssen, weil der Plan sieht ganz anders aus. Ich glaube immer noch, dass sie den Dreh bekommen, weil ich Tuchel wirklich für einen fantastischen Trainer halte. Der hat, wie alle Trainer auf dem Level, bestimmt auch ein paar Macken. Ist auch bestimmt kompliziert und nicht so leicht zu handeln für viele. Ich glaube aber, dass er von seinem handwerklichen und auch seiner Erfahrung wirklich ein absoluter Top-Trainer ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit dieser Mannschaft, jetzt noch mit Harry Kane, es nicht schafft, erfolgreich zu sein. Aber vielleicht bin ich auch zu optimistisch. Ich weiß es nicht. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ich hätte da mal eine Frage an einen aktiven Spieler. Also wenn du jetzt von deinem Trainer hörst, von Edin Terzic, ich brauche eigentlich einen Rechtsverteidiger, weil der Marius kann das nicht. Wie gehst du denn damit um? Und ich meine, es ist ja die Kernfrage bei der Personalie Kimmich beispielsweise. Goretzka, völlig auf dem Abstellgleis. So, also was geht dann in dir vor? Ja, ich denke mal, das ist so, dass jemand zu mir gesagt hat, er braucht einen neuen Spieler, weil der kann es nicht. Habe ich so noch nicht gehört, aber schon oft wurde ein Spieler auf deiner Position geholt. Also das ist ja normal im Fußball. Und ich denke, das ist, also so ist für mich zumindest, wenn jemand holt, dann will ich besser sein wie der geholt wurde. Und das spornt mich an. Ich denke, so ist es auch gut für die Mannschaft, denke ich mal, wenn auf 2, 3, 4, 5 oder auf allen 11 Positionen das ist, dass da ein Duell herrscht, dass einfach der Bessere dann spielt, weil ja, so kriegst du einfach die meiste Qualität rein. Ist ein Leistungsprinzip. Und da kann ich nur für mich sprechen. Also mich würde sowas pushen. Du würdest nicht denken, der Trainer hat nicht alle Latten am Zaun. Nee, weil wenn ich es im Training besser mache, dann muss er mich ja spielen lassen. Und ja. Das ist ja interessant. Dann ist das Trainer ist gar kein Thema bei den Bayern. Eigentlich was Gutes, wenn er zwei Spieler hat, denke ich mal, Das ist schon ein Thema bei den Bayern. Es ist immer ein Thema bei den Bayern, wenn Spieler öffentlich in Frage gestellt werden oder das Gefühl haben, dass sie demontiert werden. Ich meine, wenn man sich überlegt, was jetzt mit Kimmich zum Beispiel passiert, ich würde das gar nicht jetzt an Tuchel festmachen, aber wirklich für mich die einzig große Konstante im deutschen Mittelfeld seit Toni Kroos. Gefühlt jetzt aber schon nicht gut genug für FC Bayern und eigentlich müssen wir jetzt wieder einen neuen holen. Und in der Nationalmannschaft
Entschuldigung, müssen wir ihn vielleicht auch wieder rechts außen aufstellen als Verteidiger, weil in der Mitte passt es nicht mehr. Also es ist Wahnsinn. Es zeigt mir, dass momentan so in der Diskussion alle Konstanten weggebrochen sind. FC Bayern, mir sind mir, wir hauen alle weg, weggebrochen. Nationalmannschaft, Gruppenphase, müssen wir nicht drüber reden, weggebrochen. Und das hat, glaube ich, schon auch einen Einfluss auf die Spieler an sich, für jeden. Und du hast im Moment eine große Verunsicherung bei Spielern, die eigentlich die Besten sind und das aber nicht so 100% zeigen können momentan, ist mein Eindruck. Was mich mal interessieren würde, auch aus Fanperspektive, wir haben ja auch hier wieder ein paar Bayern-Fans sitzen, auch die Frage an euch, wie geht man denn als Fan oder Beobachter eines Vereins damit um? Weil man muss ja sagen, fairerweise, Thomas Tuchel ist ein super Trainer, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Er hat ja natürlich trotzdem auch einen schweren Rucksack auf, weil die Fans haben damals zu einem großen Teil den Rauswurf von Julian Nagelsmann nicht ganz verstanden. Und de facto war man bis zum heutigen Tage auch punkteschnittmäßig mit Nagelsmann eigentlich erfolgreicher. Und das wurde ja damals auch durch die Blume so kommuniziert, dass man Nagelsmann auch eigentlich eher nur deshalb entlassen hat, weil man unbedingt Thomas Tuchel zu dem Zeitpunkt holen wollte. Du weißt ja wahrscheinlich ein bisschen mehr als ich. Ja, stimmt alles. Ich weiß nicht, ob jemand den Film Minority Report kennt. Auch zu alt wahrscheinlich fürs Publikum hier. Das ist ein Science-Fiction-Film, der geht darum, dass man Verbrechen lösen kann, bevor sie überhaupt passieren. Das heißt, du kannst den schon festnehmen, du siehst die Zukunft und kannst dann den Verbrecher schon festnehmen, bevor er das Verbrechen begangen hat. Das war eigentlich die Idee von Bayern mit Nagelsmann. Ich will nicht sagen, dass er ein Verbrecher ist, aber man dachte, das Ding läuft in die falsche Richtung. Wir fliegen vielleicht schon sogar gegen PSG raus, weil da war es schon eng für ihn. Wir werden es gegen City nicht schaffen und wir werden auch noch die Bundesliga und den Pokal verhauen, so wie wir spielen. Selbst wenn wir gewinnen, spielen wir schlecht. Und wir müssen das ändern und Tuchel ist da. Ohne Tuchel passiert das nicht, meiner Meinung nach. Dann wird man sagen, okay, wir kriegen das vielleicht irgendwie geregelt. Aber es war das Gefühl da, wir können diesen negativen Trend stoppen und kriegen gleichzeitig mit den besten Trainer, den es gerade gibt, auf dem Markt, weil wir wissen, in 3 Monaten ist der weg, der wird nicht so lange warten. Also haben wir es gemacht. Und in der Vergangenheit, wenn man sieht bei Bayern, hat ja das, was man als vielleicht Aktionismus beschreiben würde, als Außenstehender, oft genug funktioniert. Man hat in den 90er-Jahren einen Otto Rehhagel entlassen, der war im Halbfinale des UEFA-Pokals. Man gedacht hat, die werden auch, wenn wir Pech haben, gewinnen wir das Ding nicht. Dann kam Franz Beckenbauer, gewinnt. Ähnlich mit Niko Kovac, ja, der rausfliegt und dann holt Flick das Treble noch in derselben Saison. Also es gibt immer wieder, bei Bayern gab es immer wieder diese Idee, wir warten nicht, bis etwas kaputt ist, sondern wir versuchen das zu lösen, auch wenn es brutal ist, auch wenn es hart ist, für die Außenstehenden nicht immer nachvollziehbar, bevor das soweit ist. Nur dieses Mal wäre es eben fast ins Auge gegangen. Und letztlich war es nur Glück, dass es nicht ins Auge gegangen ist. Und deswegen bleibt vieles eben in der Außenbetrachtung im Unklaren, ob das die richtige Entscheidung war. Nur ein letzter Satz noch. Wenn du wirklich hörst, wie sie im Verein über Julian geredet haben, was in vielerlei Hinsicht positiv war, es gibt doch selbst bei den, sagen wir vielleicht den Kritikern, die gesagt haben, das war nicht so wunderbar, wie das alles gelaufen ist, hörst du eher, wir haben es zu spät gemacht. Hätten wir das früher machen müssen. Also es gibt, obwohl es nicht gut ausgegangen ist oder so mittelgut nur, immer noch im Verein die Überzeugung, dass es grundsätzlich die richtige Entscheidung war, weil es mit Julian nicht in die Richtung gelaufen ist. Aber wenn du sagst, dass man sogar darüber spekuliert, dass es eigentlich zu spät war, ist es ja dann am Ende des Tages doch ein bisschen paradox, weil klar, die Bundesliga hat man noch gewonnen. Das hatte dann auch ein bisschen was mit euch zu tun, muss man fairerweise sagen. Den ersten Pokal, den ersten Titel in dieser Saison hat man jetzt auch verspielt. Also bis jetzt hat der Tuchel eigentlich keine Sample Size, die irgendwie großartig für ihn spricht, oder? Also ich finde, Stand jetzt spricht dieser Transfer noch für Julian Nagelsmann. Ich glaube, dieser, was du gerade gesagt wolltest, dieser Impuls, der, bevor man etwas kaputt geht, setzt man den neuen Impuls und Tuchel wird es schon richten. Das ist komplett in die Hose gegangen und ich glaube auch jetzt das Ergebnis, Leipzig wird jetzt den Druck nicht, wird der Druck nicht abnehmen und ich auch nochmal diese Personal mit Kane, also dieser Druck, einen neuen zu besetzen, war ja schon seit dem Abgang auch mit Lewandowski da. Also Bayern hat ja schon seit gefühlt 2 Jahren jetzt oder anderthalb Jahren
verzweifelt diese 9 gesucht und ich glaube auch, dass diese 100 Millionen, das sieht natürlich groß aus, aber Bayern hätte Kane nicht im nächsten Jahr ablösefrei bekommen, weil da wäre Real Madrid gekommen, da wäre vielleicht City gekommen. Und jetzt steht Bayern vor dem Riesenproblem, das Ganze natürlich irgendwie auszumerzen, aber es sind so viele Brandherde da, dass das bei Bayern natürlich extrem ausarten kann. Und ich glaube, also das große Plus, was Tuchel aktuell noch hat, ist einfach, dass die Leute, die ihn geholt haben, in den Gremien ganz, ganz oben immer noch mal einen Daumen draufsetzen können und das Ganze noch irgendwie versuchen, ruhig zu halten. Aber natürlich, der Druck ist aktuell enorm. Ich glaube, auch für die Konkurrenz ist das auch eine einmalige Chance, vielleicht dieses Jahr auch mal jemanden anderen als deutschen Meister zu haben. Aber im Gesamten aktuell ist es, glaube ich, schon eine extrem schwierige Zeit für Bayern. Und ich glaube, Thomas Tuchel steht noch nie so oder so extrem unter Druck wie kein anderer Bayern-Trainer, glaube ich, jemals. Unter wem würdest du lieber trainieren? Bei Bayern? Tuchel oder Nagelsmann? Ich hatte beide noch nicht. Vom Gefühl her. Richtige Scheißfrage, oder? Ja, das ist eine richtige Scheißfrage. Deshalb stelle ich sie. Ich denke, beide Trainer haben was Besonderes. Sowohl Tuchel als auch Nagelsmann. Ich weiß von den Jungs in Dortmund, dass sie Tuchel als Fußballtrainer sehr geschätzt haben, sehr viel bei ihm oder unter ihm gelernt haben, mitgenommen haben und genau dasselbe aber auch unter die Jungs, wo unter Julian Nagelsmann trainiert und gespielt haben. Deswegen denke ich, sind es zwei herausragende Trainer. Wer jetzt der Bessere für mich wäre, weiß ich nicht. Edin Terzic wahrscheinlich am Ende. Momentan auf jeden Fall. Dann lass uns mal über Borussia Dortmund sprechen. Ihr seid gut reingestartet, habt im DFB-Pokal gewonnen. Für euch geht es jetzt los am ersten Spieltag gegen Köln. Wie kommt denn sowas in der Mannschaft an, wenn man dann doch sieht, dass der große Rivale Bayern München auch im letzten Jahr das erste Mal nach langer Zeit wieder so angreifbar wirkt? Motiviert ja wahrscheinlich schon noch zusätzlich. Ja, absolut. Absolut. Wir haben viel Theater jetzt momentan in Bayern, allein wegen Kane. Da hat ja nur gefehlt bei Bild-Zeitung, dass die schreiben, an der Zähne putzt oder irgendwas. Also du hast ja nichts anderes mehr gelesen. Und ja, wir wollen unser Ding machen, wie letztes Jahr auch. Ich denke, nach der Hinrunde waren wir 6. Platz. Ne? Da hat auf uns keiner mehr irgendwas gesetzt. Und ja, so sind wir es auch ein bisschen angegangen jetzt an. Dass wir einfach da, wo wir die Rückrunde gestartet haben, dass wir jetzt dann einfach auch da weitermachen wollen. Wie wir die Rückrunde gespielt haben, denke ich, war richtig gut. Und dass wir da uns einfach noch weiterentwickeln, noch konzentrierter wahrscheinlich sind, unsere Spiele, unsere Punkte holen. Und dann schauen, was dieses Jahr drin ist. Mit Jude Bellingham hat ja Dortmund wahrscheinlich der beste Spieler von Dortmund, vielleicht auch der beste Spieler letztes Jahr in der Bundesliga verlassen. Man hat jetzt probiert, so ein bisschen den Abgang auf mehrere Schultern aufzuteilen. Ne? Also ihr habt Neuzugänge, Metscher, Sabitzer unter anderem. Seht ihr Borussia Dortmund vielleicht auch im Kollektiv dieses Jahr besser aufgestellt als letztes Jahr mir? Ja, also man hörte ja viel, die Transfers seien zu unkreativ. Und wenn man sich dann natürlich auch bei der Konkurrenz umguckt und Bayern haut solche Transfers wie Kim raus oder Kane, wo so richtig große Namen gekommen sind, habe ich von vielen Dortmund-Fans mitbekommen, dass ihnen Namen wie Sabitzer oder Metscher nicht groß genug waren. Aber ich finde, dass Dortmund vielleicht auch gar nicht diesen Bedarf hatte, weil man hat ja in der Rückrunde, wenn man jetzt mal das letzte Spiel ausklammert, was aber natürlich besondere Umstände waren, gesehen, dass da wirklich was zusammengewachsen ist und dass viele Spieler besser geworden sind. Ein Donny Malen ist besser geworden, ein Karim Adeyemi ist besser geworden und so weiter. Und ich glaube, dass vor allem auch ein Marcel Sabitzer den Bellingham-Abgang ganz gut auffangen kann. Ich glaube auch, dass das in Kombination im Mittelfeld mit Emre Can ganz gut funktionieren kann, wo ich finde, das ist eine spannende Wahl fürs Kapitänsamt. Ist mutig, wenn es funktioniert, ist super, wenn es nicht funktioniert, ist weniger super, weil der hat, zum Beispiel in der, die vergangene Rückrunde war jetzt sehr gut, davor waren seine Leistungen nicht so konstant, hat ja auch nicht so viel gespielt. Insofern ist es eine mutige Wahl, aber wenn das Niveau da weiter oben bleibt, sehe ich Dortmund auf jeden Fall als Titelkandidat, gerade wenn die Bayern angreifbar sind. Würdest du zustimmen? Ja, absolut. Ich würde noch sagen, ich glaube, das hat Dortmund in der Analyse selbst erkannt. Marius, kannst du vielleicht was zu sagen? Letztlich hat man, klar, es am letzten Spieltag verpasst, aber wenn du dir die ersten 15 Spiele anschaust vor der Winterpause, mit 25 Spielen kann man eigentlich nicht Meister werden. Also absolut. Ich glaube, da muss man einfach erstmal schauen, dass man die eigene Konstanz reinbringt, dass man schaut, wir müssen irgendwo in den 80ern landen, was die Punkte angehen. Dann können wir darüber nachdenken, ob wir nah an den Bayern dran sind.
Weil in diesen anderen 32 Spielen, die nicht mit Bayern Beteiligung sind, glaube ich, ist Dortmund in den letzten Jahren einfach zu wenig an das eigene Leistungslimit rangekommen. Das ist der erste Schritt. Und da, glaube ich, kann man trotz allem sehr positiv sein, weil man das Gefühl hatte, dass die Saison eben den letzten Spieltag ausgeklammert, damit aufhörte, dass Dortmund sehr viel individuell und aber auch kollektiver an das rankommt, was sie eigentlich sein können und sein sollten. Und ich hoffe für die Bundesliga, dass sie das eben noch konstanter schaffen. Ja, man hat ja jetzt auch generell bei den Transfers gemerkt, wir haben gerade schon über das Kollektiv gesprochen, Rafael Guerreiro für mich zum Beispiel eigentlich ein gutes Beispiel dort, der ja offensiv einen super Output hatte, dann vor allem in den letzten Jahren immer mal wieder diese Linksverteidigerposition bekleiden musste, was ja eigentlich gar nicht so sein Spezialgebiet war. Ich persönlich finde ihn zum Beispiel auf der 8 deutlich besser. Mit Benze Baini hat man wahrscheinlich dann fürs Kollektiv dann doch, glaube ich, vielleicht nicht individuell den besseren Spieler gefunden, aber der eben in das System besser reinpasst. Was meinst du, Daniel? Kann man das so per se sagen? Ja, ohne es vielleicht genauer bewerten zu wollen, aber ich finde eigentlich, ich finde es sind sehr charmante Transfers eigentlich. Ich finde auch, dass das Kollektiv sehr stark war in Dortmund in der Rückrunde, zumindest den Eindruck, wie gesagt, aus der Entfernung und jetzt auch in den Testspielen. Also mein Eindruck war, dass Benze Baini, Sabitzer, dass sie gut angekommen sind. Felix Metscher, der einen unfassbar schlechten Start eigentlich hatte, jetzt ein Topspiel dann gegen Ajax. Also ich glaube schon, dass diese Transfers in der Breite diesem Kader gut tun können, definitiv. Und ich glaube, sind auch relativ gut integriert zumindest, ja. Wie gesagt, aus der Distanz in der Wahrnehmung. Sind sie gut integriert? Ja. Sehr gut. Sagen alle Spieler nach der Vorbereitung, wie toll es ist, alles neu und super integriert. Nein, aber ich glaube, es ist gut und es schreit nicht so. Ich glaube, tolle Spieler verloren, definitiv. Den einen konnte man nicht halten dann oder beide konnte man nicht halten mit Guerreiro, mit Bellingham. Dahoud war jetzt auch nicht mehr der Wunsch, weiter mit ihm zu arbeiten. Also grundsätzlich, ich glaube, die Dortmunder sind gut aufgestellt, um vielleicht da weiterzumachen, wo sie auch aufgehört haben. Vor allem eine große Geschlossenheit spürbar zwischen Mannschaft, Fans, Verein. Da gibt es wenig Verluste, was so irgendwie Dissonanzen angeht. Und das war auch schon mal anders in Dortmund. Geschlossenheit vorhanden? Absolut. Da hat gerade, glaube ich, mit Edin als wirklich der zentrale Kopf, der als Ex-Fan eben auch ein super Gespür hat, oder er ist natürlich immer noch Fan, aber steht nicht mehr in der gelben Wand, sondern weiter unten, es eben auch geschafft, diesen Verein wieder zusammenzubringen. Und danach hat man sich sehr lange gesehnt bei Dortmund. Und ich glaube, das ist ein Riesenplus, was sie sehr vielen Vereinen vorweg haben momentan. Und es ist ja auch eigentlich eine etwas andere Situation als die letzten Jahre, weil sonst hattest du ja mit Sancho, Haaland, Bellingham eigentlich immer diesen einen oder manchmal auch zwei Spieler im Kader, wo du wusstest, okay, das ist jetzt wahrscheinlich das letzte Jahr oder wenn überhaupt noch eins und dann geht es eine Station weiter. Gibt es ja jetzt gefühlt gerade nicht unbedingt den einen Spieler, der alles überragt bei Dortmund. Vielleicht Noch nicht. Ich glaube, Jamie Bynoe-Gittens kann es werden. Duran Will kann es auch werden, aber das wird jetzt halt erst im Laufe der Saison passieren. Und dann wird wahrscheinlich noch nicht dieser Hype da sein, der zuletzt bei Jude und natürlich Erling Haaland auch völlig vollkommen berechtigterweise da war. Oder bei Marius Wolf vielleicht diese Saison. Hätte ich nichts dagegen. 20 Scorer und dann mal gucken. Ja. Solange wir erfolgreich sind, oben mitspielen und das toppen, was wir letztes Jahr gemacht haben oder nicht geschafft haben, wäre ich zufrieden. Werdet ihr Meister? Ja, nein? Wir versuchen es auf jeden Fall. Wir versuchen es. Ich meine, du bist als Fußballer, bist du auf dem Platz, wirst gewinnen und wenn du so knapp dran warst, dann habe ich es vorhin schon gesagt, dann wirst du es schaffen. Wir haben noch einen passenden Tweet zu Borussia Dortmund. Wollen wir einmal ganz kurz draufschauen? Könnt, wie gesagt, sehr gerne auf Twitter mitdiskutieren. X mitdiskutieren. Hashtag @Broski. Ein Blick in Richtung Verfolger. Leverkusen und Leipzig haben sich top verstärkt. Drohter Gefahr von hinten gegenüber dem BVB und möglicherweise auch Bayern. Schätzt ihr Leipzig und Leverkusen auch als ernstzunehmende Kandidaten da vorne ein? Ja, also ich glaube, die größte Gefahr für Bayern sind die Bayern. Die müssen erstmal es schaffen. So schlecht zu spielen wie in der letzten Saison, das muss man erstmal schaffen mit dem Kader. Und ich glaube eben nicht, trotz all den Problemen, dass es so schlecht wieder wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern mit 71 Punkten nochmal abschließt, mit einem Harry Kane vorne drin. Aber für sich genommen, jetzt mal, wenn man die Relation zu Bayern weglässt, glaube ich, dass A, Dortmund super stabil ist, noch besser werden kann. Leverkusen hat sich top verstärkt, top Trainer. Dass der überhaupt noch da ist, ist, glaube ich, auch schon ein Zeichen, dass es da wirklich weitergeht, bergauf geht. Verlängert sogar, ne?
Verlängert sogar, ja, aber ich glaube, das ist eher so ein bisschen, ich gehe dann im nächsten Jahr für mehr Geld für euch, habe ich das Gefühl. Aber schauen wir mal. Und ja, Leipzig, Nkunku, Szoboszlai, Leimer und Guardiol weg und dann trotzdem gefühlt nicht viel schlechter geworden. Ich weiß nicht, ob sie besser werden. Das, glaube ich, ist vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, aber das ist auch schon eine Leistung. Also ich sehe die alle sehr gut. Und vom Kaliber natürlich auch spannende neue Leute geholt. Xavi Simmons, Fabio Carvalho aus Liverpool, beides ausgeliehen. Und so heimlich, still und leise, weil wir jetzt alle über Harry Kane reden, auch mal eben 40 Millionen für Openda ausgegeben, der in der Ligue 1 sehr, sehr stark war. Also, um es mal so salopp zu formulieren, seht ihr Leipzig wirklich als Titelkandidat? Weil das ja jetzt schon wieder, vor allem in den sozialen Medien, geht es ja immer sehr, sehr schnell. Ja, also als Bayern unterschrieben hat, hieß es ja, alles klar, 95 Punkte, das Ding ist durch. Dann gewinnt Leipzig, dann liest du auf einmal, dass die Fünfter werden. Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, oder? Lass sie doch erstmal starten. Also, wir haben ja eben schon über den Start der zweiten Liga geredet. Ich glaube, du würdest sagen, 5 Spieltage, 6 Spieltage, dann kann man wirklich über den Start reden. Ne? Ich meine, wir haben jetzt ein Spiel gesehen, einen Supercup mit desorientierten Bayern und ganz gut orientierten Leipzigern, aber da muss natürlich auch noch viel zusammenwachsen. Also ich glaube, so was das Kollektiv angeht, seid ihr schon ganz schön gut weit, obwohl mit der USA-Reise war ja jetzt auch nicht durchgängig nur zu trainieren und trotzdem sah das irgendwie ganz schön aus. Also ich glaube, wir werden viel Spaß kriegen in den ersten Wochen und ich freue mich auf Leverkusen, hast du ja schon gesagt, bin ich auch total gespannt drauf, wie die sich finden. Und wenn die sich finden, dann geht es da, glaube ich, richtig ab. Und man darf nicht vergessen, Schick spielt ja gar keine Rolle mehr, weil er leider verletzt ist. Also wenn der dann vielleicht auch noch mal wiederkommt, toll. Ja, lass uns gerne über Bayern 04 Leverkusen reden. Auch wirklich eine wahnsinnige Mannschaft zusammengestellt, meiner Meinung nach. Jonas Hofmann unter anderem, der bei Gladbach jahrelang auch immer mal wieder so ein bisschen unterm Radar war, der da auch immer solide seine Scorer gesammelt hat. Florian Wirtz jetzt endlich wieder verletzungsfrei. Und der hat ja gezeigt in der Rückrunde, was das für ein Spieler sein kann. Kennst du ihn ja auch aus der Nationalmannschaft. Ja, absolut. Die spielen ja auch direkt gegeneinander, ne? Genau, Leipzig-Leverkusen, ja. Ja. Wird ein gutes Spiel. Es kracht. Ja. Das wird super. Wo wir wieder beim Freitagabend sind, ne? Mit Vorbereitung auf Paderborn, meinst du? Genau, richtig. Dann lass uns doch einmal so eine ganz, ganz kleine Bundesliga-Prognose machen. Die muss ich euch jetzt rauslocken. Ist unsere letzte Chance vor dem ersten Spieltag. Platz 1 bis 4. Ich frage euch alle nacheinander. Boah. Fang mal da an. Marius, Platz 1. Ladies first, würde ich sagen. Oh Gott, super. Ich mache jetzt, kommen wir mal Ladies fest. Mia. Okay, klasse. Ja, mit Prognosen ist es natürlich immer so eine Sache. Wie gesagt, lass sie erstmal anfangen. Ich hätte es gerne anders. Ich glaube, die Bayern werden Meister. Zweiter wird Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, sage ich jetzt einfach mal so, ich tappe jedes Jahr in die Falle, dass ich sage, ja, Leverkusen, dieses Jahr sind sie richtig weit oben mit dabei, aber ich habe einfach als Zuschauer echt, echt Bock auf diese Truppe, auf Alonso, ich glaube auch, dass er ein Faktor war bei vielen Transfers, also dass jemand wie Granit Xhaka nochmal zu Leverkusen kommt. Platz 3, Borussia Dortmund, dann RB Leipzig. Maxi? Ich glaube, das kommt auch ein bisschen drauf an, wie die Bayern in die Saison starten. Ob sich da die Leute fangen, dann glaube ich schon, dass sie auch dieses Jahr die Bayern das wieder machen werden. Ich glaube, dass dann dieses Jahr Dortmund oder Leipzig den Platz 2 ausmachen und am Ende glaube ich schon, dass Leverkusen auch dann wieder in die Top 4 rutschen wird. Das ist meine Prognose. Tja, Wunschkonzert, ne? Also schwierig. Würde mich freuen, wenn Union Berlin wieder eine Rolle spielen würde, also eine gewichtige Rolle. Reden wir gleich noch drüber. Wird aber, glaube ich, sehr, sehr schwer mit der Champions League auch und der Erwartungshaltung der Gewachsenen. Aber ja, dann vielleicht dann, dass wir auch mal so das Ganze ein bisschen aufbrechen. Ich habe gesagt, im letzten Jahr hätte ich es ihnen gewünscht. Jetzt vielleicht dann so dieser Karma-Konter. Borussia Dortmund auf 1, Bayern auf 2, Leipzig auf 3, dann Union Berlin. Dortmund, Leipzig, Bayern, Leverkusen. Bayern auf der 3. Das ist die Enttäuschung der Saison. Da brennt aber die Allianz Arena ab, das weißt du. Ich krieg jetzt gleich wirklich fürchterlich Hau, ne? Oder? Jetzt sitzt schon in der ersten Reihe. Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig. Dortmund, Bayern. Leipzig, Leverkusen.
Alles klar, da haben wir unsere Top 4 ausformuliert. Dann lass uns noch ganz kurz über Union Berlin sprechen. Du hattest gerade schon angesprochen, sie sind bei dir mit in der Top 4 drin. Super interessante Transfers. Jetzt heute ist durchgedrungen. Robin Gosens wird wahrscheinlich doch noch was. Das war ja auch so ein typischer Kaugummi-Transfer. Und ich weiß nicht, ob ich es mitbekommen habe mit dem Gerücht, Bonucci in der Bundesliga bei Union Berlin. Das wäre geil. Das kannst du ja wirklich aussagen. Ich hätte das einfach 4 Jahren erzählt, dass Bonucci mal bei Union Berlin spielt. Ich finde, es ergibt total Sinn für Union. Also ich finde, es passt auch so ein bisschen rein. Also wenn man sich jetzt mal, gut, das war dann vielleicht 1-2 Regale drunter, aber das haben sie immer mal wieder gemacht mit so Transfers wie Max Kruse oder auch Neven Subotic damals, Christian Gentner, so Leute mit Erfahrungen, die dann auch nochmal so eine Mannschaft auf ein anderes Level heben können. Gerade wenn Union jetzt in die Champions League muss, ist es vielleicht ganz gut, da so einen Typen dabei zu haben, der weiß, wie es ist, auf dem Dienstag bei Real zu spielen und am Wochenende dann wieder, was heißt, gut, in dem Fall, er weiß es jetzt nicht, aber nach Heidenheim zu fahren oder was heißt. Also ich glaube, das ist schon... Das weiß niemand. Ja, das stimmt. Aber es ist auf jeden Fall ganz clever, da mal so Leute reinzuholen. Ein Max Kruse hat Union echt geholfen, als er da war. Christian Gentner auch. Also Leute, die mittels ihrer Erfahrung, die natürlich nicht mehr auf dem Zenit ihres Schaffens sind, sage ich mal, aber die mittels ihrer Erfahrung so einer Mannschaft da echt einen Rückgrat verleihen. Robin Gosens bei Inter so seine Schwierigkeiten gehabt, war ja vorher ein super Spieler bei Atalanta Bergamo. Passt ja eigentlich auch perfekt in dieses Fünferkettensystem von Union Berlin rein, oder? Super, ich bin ein totaler Robin Gosens-Fan. Sowohl was er spielt, aber auch als Persönlichkeit ein Hammertyp. Glaube ich, passt in jede Kabine rein. Genau das, was wir vorher ein bisschen gesagt haben, was vielleicht den Bayern ein bisschen abgeht. Diese Art von Spielertyp gibt es zu wenig und wäre ein Top-Transfer für Union, absolut. Jetzt hat ja Daniel als einziger Union Berlin in der Top 4 gesehen. Seht ihr sie denn wieder auch wirklich vorne mit dem obersten Drittel drin, also so Top 6, Top 7? Würden sie da bei euch kommen? Also Top 6, glaube ich, können sie schaffen, also daneben auch Top 7, logischerweise. Ich glaube, was viele so im Hinterkopf haben, die sie jetzt nicht so ganz hoch einschätzen, ist diese Doppelbelastung. Ich glaube, das zu lernen, du hast diese absoluten Highlights, weiß nicht, ob du vielleicht jemals wieder diese Spiele spielen wirst, Champions League, und dann hast du am nächsten Tag, nicht am nächsten Tag, aber 3 Tage später hast du dann Heidenheim oder Bochum. Ich glaube, das ist echt schwierig für eine Mannschaft, die das nicht gewohnt ist. Ja, es geht gar nicht sehr ums Körperliche, sondern das Mentale. Und da haben wir in der Vergangenheit öfters ja gesehen, dass Bundesligisten, die die neu in die Champions League kamen, dann Probleme hatten, in der Bundesliga das aufzufangen. Ich denke an Stuttgart vor ein paar Jahren oder Wolfsburg oder die Älteren werden sich auch mal erinnern an Hertha. die waren tatsächlich auch mal in der Champions League. Also Freiburg, glaube ich, damals auch unter Dreifachbelastung abgestiegen. Köln, ich meine ich auch, glaube ich. Köln war nicht in der Champions League. Sorry, ich habe gerade was vorher gesagt. Sag nochmal bitte. Sag nochmal bitte, ich habe dich gerade nicht verstanden. Nee, ich habe nur gesagt, Köln war nicht in der Champions League. Nein, ich meine Dreifachbelastung generell. Ja, genau. Die Champions League wäre stark gewesen. Ja, also ich glaube, das wird ein bisschen schwierig für Union. Deswegen könnte es mit den ersten 4 knapp werden. Dreifachbelastung, du bist ja ein Experte. Du hast das ja jetzt auch schon ein paar Jahre mitgemacht. Du hast es angesprochen, es ist super schwierig, sich dann mental wieder auf die vermeintlich kleineren Spiele vorzubereiten. Wie macht man das als Profi? Oder ist es überhaupt so ein Faktor? Champions League ist schon was Besonderes, natürlich auch vorm Spiel die Anspannung, Abendspiel, ne? Dann bist du im Stadion, aber ich sage jetzt, du hast jetzt kein Problem, dann am Samstag auch gegen Heidenheim zu spielen, ne? Weil da willst du genauso gewinnen, da haben wir ein Ziel in der Bundesliga und das gehört dazu. Also ja, also ich kann da auch nur von mir reden, es ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, ich habe keine Lust gegen Heidenheim zu spielen oder das machen wir schon so, sondern da will ich ganz genauso gewinnen, wie wenn wir jetzt gegen Man City spielen oder so. Also dann schauen wir mal, wo es mit Union Berlin hingeht in der kommenden Saison. Ob es dann die Top 4, die Top 6 oder Top 7 wird oder vielleicht doch mal wieder drunter. Das werden wir dann alles sehen. Wir haben als nächstes für euch das Paulaner Deckel-Derby. Das Paulaner Deckel-Derby. Wer wird wen auf dem Bierdeckel ausspielen?
Ja, ihr kennt es, unser Paulaner Deckelderby. Paulaner ist ja jetzt seit geraumer Zeit Sponsor und Unterstützer unserer Show. Vielen lieben Dank da auf jeden Fall. Ist eine wirklich sehr, sehr coole Kooperation. Und wir können hier gerne einmal rüberkommen. Heute sogar mit besonderer Beleuchtung. Ja, guck mal, es sind die kleinen Details, die den Unterschied machen. Wir haben unseren Gästen, die hier alle zahlreich Platz genommen haben, am Anfang hier, wenn sie über 18 sind, so einen kleinen Paulaner-Deckel in die Hand gedrückt und da durften sie sich mit ihrem Namen verewigen. Ich werde jetzt hier zwei rausziehen und die werden gegeneinander, ich zeige es euch einmal ganz kurz, in der Paulaner-Deckel-Derby-Bolzbox gegeneinander spielen. Ist Sitzfußball, liegt vielleicht einigen besser, als dann wirklich auf dem Platz zu stehen. Werden wir gleich mal ausprobieren. Gespielt wird bis drei und ich würde sagen, ich ziehe jetzt hier einfach mal die beiden Namen raus und dann gucken wir mal, wer von euch Chance auf diese wunderschönen Preise hat. Gibt unter anderem übrigens noch einen Ball zu gewinnen mit Unterschriften. Ihr wisst ja, ihr geht ja hier nicht leer nach Hause. Vor allem, wenn ihr hier vor ein paar tausend Zuschauern in der Wolfsbox spielt. Dann schauen wir mal. Als erstes, bitte nach vorne, haben wir den Ari, ist es, glaube ich. Ich höre nein. Mein Lieber, schön, dass du da bist. Ja, servus. Ari, bist du motiviert? Hast du Bock? Mega motiviert. Ich bin vor allem Trainer von einer Kreisligamannschaft. Das heißt, ich habe hier richtig was zu verlieren gerade. Okay, jetzt musst du Grüße bestellen. Ja, schöne Grüße an TSV Weber. Die haben gerade Training und ich bin hier. Also. Geil. Kannst du ein paar Preise mit nach Hause bringen? Was ist dein Lieblingsverein? Ja, Borussia Dortmund. Hier vorne ist eine 1909 tätowiert. Das habe ich direkt nach dem Spiel gegen Mainz gemacht. Also ein bisschen Dedication ist da. Und jetzt schauen wir mal, ob ich hier auch als zweiter Sieger rausgehe. Da drin ist sogar ein unterschriebenes Trikot von Marius Wolf. Ne? Ah, sehr schön. Ja. Sehr schön. Doppelt motiviert der Mann jetzt. Dein Gegner? Das ist mein Bruder. Dein Ernst jetzt? Ja. Hast gut gezogen. Ramon, komm auf die Bühne. Also das ist ja komplett verrückt. Haben wir jetzt hier wirklich ein Bruderduell? Ja, ja. Ist das geil. Bravo, schön, dass du hier bist. Ja, ihr kennt euch ja schon, ne? Also ja, euch muss ich jetzt nichts erzählen. Angenehm. Nehmt gerne Platz. Und du bist wahrscheinlich auch Dortmund-Fan. Scheiße, ja. Ja, ich musste da durch. Das ist die Erziehung von zu Hause. Als er der ältere Bruder, oder was? Ja. Wie viele Jahre trennen euch? Wer beichtet jetzt? Ja, 10. 10? Ja, ja. Das ist krass. Sieht man nicht, bin ich ehrlich. Ja gut, dann nimmt beide Platz. Applaus für unsere Kontrahenten hier im Brüderduell. Platz könnt ihr euch aussuchen. Ich nehme mal ganz kurz das Mikrofon ab. Und ihr dürft dann einmal schnick, schnack, schnuckweise ausspielen, wer hier anfangen soll. Oha. Die Psychospielchen, Applaus für unser Bruderduell. Ari gegen Ramon. Und ihr dürft loslegen. Bis drei geht's. Dann schauen wir mal hier, wer der bessere Bruder ist. Das ist hier 1:0 Führung für Ari. Da ist echt, da ist ein bisschen Hass drin, oder? Ja, ja. Die letzten Jahre. Also stell mal vor, du verlierst gegen 10, vor 10.000 Leuten gegen deinen Bruder. Hat man da Bock drauf? Gegen den Jüngeren auch noch. 2:0. Für Ari ist jetzt ein Matchball. Aber wenn das Publikum an Ramon glaubt, kannst du mal hier ein bisschen Applaus machen, ja? Die sind auch da. Hast du den Ball? Ja, perfekt. Da wird viel geschittert. Ja, ja, das gibt WhatsApp-Sticker. Ist immer so. Hört ihr das alles, was sie sagt? Das ist ja brutal. Enterbungsstreite noch, alles gut. Oha. Nein. Auch spannender als Champions League-Finale, bin ich ehrlich.
Oh, Ari, das kann das dritte werden. Ja, offenen Schienbeinbruch gibt's auch noch dazu. Und es ist die 3. Wahnsinn. Brüderduell bei Ed Broski. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Einen großen Applaus hier für unseren Gewinner. Ein ebenbürtiges Duell. Du kannst dir natürlich deinen Preis hier mitnehmen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ein Glas für den kleinen Durst und ein unterschriebenes Trikot von Marius Wolf und ein bisschen Technikkram gibt es auch noch mit dabei. Nehmt gerne Platz, den Ball gibt es später noch. Einen großen Applaus für Ari und Ramon, unsere beiden Brüder. Und wir sehen uns gleich wieder zu Ed Broski, eurer Fußball-Talkshow. Wir haben noch ein paar weitere Themen. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück bei Ed Broski, eurer Fußball-Talkshow. Und wir möchten als nächstes natürlich mit euch weiterhin über Fußball sprechen. Unter anderem über die Top-Transfers in diesem Sommer und die, die vielleicht noch passieren werden. In Paris herrscht bezüglich der Zukunft von Kylian Mbappé immer noch Unklarheit. Mit der Leihe von Gonzalo Ramos wurde in der Zwischenzeit bereits ein neuer Top-Stürmer verpflichtet. Frankfurts Randall Kolo Muani soll wohl noch folgen. RB Leipzig hat mit Innenverteidiger Joshko Guardiol einen Führungsspieler Richtung Manchester City verloren. Der Stadtrivale United sich mit André Onana im Tor und Stürmerhoffnung Rasmus Højlund verstärkt hat. Auch kurz vor Transferschluss wird noch über Namen wie Neymar, David De Gea, Joao Cancelo und Dusan Vlahovic spekuliert. Die Transfergewinner und wer noch muss, das und mehr jetzt bei Ed Broski. Ein oder andere Million auf dem Transfermarkt ausgegeben, unter anderem neben der Premier League natürlich auch Saudi-Arabien mit einer gehörigen Kaufkraft in diesem Sommer unterwegs. Lass uns aber mal mit der Premier League reinstarten, wenn wir hier Raphael schon dabei haben. Wer hat da für dich die interessantesten Transfers gemacht? Ach, du wirst, glaube ich, bei jedem der Top-Vereine ein, zwei Spieler finden, die super interessant sind. Also Guardiol, glaube ich, wird eine Weltkarriere hinlegen als Verteidiger, gerade bei Pep. Lernst du, glaube ich, als Innenverteidiger nochmal richtig viel dazu. Findest du die Summe auch gerechtfertigt? Sind ja knapp 100 Millionen, glaube ich, ne? Ja, was heißt gerechtfertigt? Also das ist halt marktüblich, ja? Also wenn du bei Leipzig der Meinung bist, dass er praktisch der Innenverteidiger der Erling Haalands werden kann, oder der Erling Haalands der Innenverteidiger, besser alles so rum, dann kannst du das schon aufrufen. Und solange es jemand zahlt, dann ist es wohl gerechtfertigt. Also ich finde es jetzt nicht übertrieben, wenn ich überlege, wie viel ein Van Dijk auch schon gekostet hat vor ein paar Jahren für Liverpool oder dass Bayern 80 Millionen Euro für Hernandez gezahlt hat, dann glaube ich, sind 90 für Guardiola nicht so schlecht. Kriegt man eigentlich so ein bisschen Kopfschmerzen bei den Summen, wenn man die als Zweitligatrainer hört, wo so ein normaler Zweitliga-Etat irgendwo so bei 10, 15, 20 Millionen liegt? Wenn man da hört, 90 Millionen hier für einen Verteidiger, 130 da für einen Stürmer? Oder würdest du es auch gerne ausgeben? Ja, ausgeben gerne, erstmal haben, das wäre, glaube ich, das Wichtigste. Also das wäre nicht so schlecht. Und wenn wir es dann... Wenn wir es ausgeben könnten, ich glaube aber, dafür sind wir dann doch im komplett anderen Regal unterwegs. Also ich finde es spannend, das aus der Entfernung auch da zu sehen, was da für Summen da sind. Aber ich glaube auch, ja, Angebot und Nachfrage, wenn man die Besten haben will und man hat ein paar mehr Chips auf dem Tisch und sie rüberschieben kann, dann ist es, glaube ich, dann in dem Fall auch angemessen, wenn man zumindest dann auch irgendwo vielleicht auch das wiederholte Titel einsammeln von Manchester dann irgendwo auch bei den anderen Clubs vielleicht so ein bisschen unterbrechen will mit den Transfers, die stattgefunden haben. Jetzt gab es ja den ein oder anderen teuren Transfer in diesem Sommer. Gibt es denn einen Spieler, wo du sagst, für den hätte ich auch so viel Geld hingelegt? Wen findest du da am spannendsten? Da waren ja einige spannende jetzt. Also Declan Rice finde ich schon ist ein cooler Transfer. Einfach, ich mag den Spielertypen und grundsätzlich ja, dann ich wäre auch bereit, so viel Geld dann auszugeben. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt unbedingt bei uns brauche, aber wäre sicherlich etwas, würd sicherlich unsere Qualität nochmal anheben. Also ich glaube, total cooler Transfer. Glaube aber auch, dass die anderen dem nicht nachstehen. Arsenal, ja, eine richtig interessante Mannschaft zusammen. Letztes Jahr hat es fast für den Titel in der Premier League gereicht. Ja, du hast gerade schon genickt, mit Declan Rice jetzt noch einen absoluten Topspieler dazu gewonnen. Bayern waren ja auch dran.
Ja, ich finde vor allem, ja, Bayern waren auch dran. Ich finde vor allem das Mittelfeld spannend bei Arsenal. Also mit einem Odegaard jetzt noch ergänzt durch Havertz und Rice. Das ist auf jeden Fall, damit muss man rechnen. Auch ein Timber, der sich ja jetzt leider verletzt hat. Aber man hat ja bei Arsenal zum Beispiel dann in den letzten Spieltagen, wo es eben nicht mehr gereicht, gesehen, dass vor allem die Schwäche auch in der Defensive lag. Und auch da hat man eben nachgelegt. Also Arsenal finde ich für die kommende Saison echt spannend und auch auf Sicht vor allem spannend, weil es ja alles junge, entwicklungsfähige Spieler sind. Man hat den Kader nochmal verjüngt, der vorher schon jung war. Also ein Xhaka zum Beispiel, der so der Einzige war, der noch das Alter im Mittelfeld ein bisschen angehoben hat, ist jetzt auch nicht mehr da. Also ich finde vor allem auf die nächsten Jahre gesehen spannend, aber auch jetzt für die kommende Saison. Ja, du sprichst es an. Altersstruktur bei Arsenal, super interessant. Mit Ødegaard ja auch einen Kapitän, der noch recht jung ist. Raphael, du bist super nah an der Premier League dran, wohnst ja auch in England. Wie hat man diesen Wandel bei Arsenal mitbekommen in den letzten Jahren? Die haben ja jetzt auch natürlich viel Geld investiert, aber halt eben auch mit einem Trainer einen ganz, ganz klaren Plan. Und letztes Jahr hat es ja fast geklappt. Jetzt wurde nochmal nachgebessert. Rice, Timber, wie gesagt, jetzt verletzt. Können Sie da vielleicht auch oben weitermachen und ganz oben angreifen? Oder ist City da zu stark? Also ich glaube, dass City leider zu stark sein wird, aber das schmälert nicht die Leistung von Arsenal, so nah ranzukommen und so weiter zu wachsen, dass man jetzt wieder vielleicht sogar in der Champions League eine richtig gute Rolle spielen kann, als gefühlter Neukömmling nach 7 Jahren Abstinenz. Also da ist schon ganz viel, glaube ich, mit dem Trainer passiert. Natürlich musst du die richtigen Spieler holen, du musst clever sein, du kannst nicht wie ein City oder wie ein Chelsea 600, 700 Millionen ausgeben, du musst praktisch jeder Transfer auf dem Level muss sitzen. Da haben sie in den letzten Jahren richtig gute Arbeit geleistet. Wenn du überlegst, Zinchenko für relativ wenig Geld gekommen, Gabriel Jesus, der super funktioniert, die Abwehr Saliba, ein Topspieler für wenig Geld gekommen, dann erst ausgeliehen. Aber letztlich, glaube ich, ist der große Unterschied der Trainer. Also Arteta ist einer, der wahrscheinlich nicht so weit hinter Pep schon ist, vielleicht eines Tages aufholen kann. Und eine Mannschaft so hinzubekommen, ja, dass sie so wie aus einem Guss spielt, wie ein Kollektiv, dass sie sich bewegt, dass jeder weiß, was der andere macht, dass das alles immer total von der Intensität und von einer Planmäßigkeit gekennzeichnet ist. Das siehst du auf 100 Meter Entfernung. Die Spieler individuell sind vielleicht nicht die absolute Weltklasse, aber als Mannschaft sind sie nicht mehr weit weg davon. Und ich glaube, das hat zu 80% mit Arteta zu tun, der das wirklich fantastisch macht dort. Und er war ja vor allem am Anfang echt umstritten. Hat, glaube ich, damals die ersten 4 oder 5 Ligaspiele verloren. Gab es ja auch noch so eine kleine Fehde damals mit Mesut Özil, der ja zu dem Zeitpunkt noch ein hohes Standing im Verein hatte und quasi aus so einem fast entlassenen Trainer dann jetzt wirklich einen ernstzunehmenden Meisterschaftskandidaten gemacht. Ja, also es war in seiner zweiten Saison, als der Fehlstart war. Da hatten sie ein bisschen Pech auch mit den Gegnern, da waren einfach unheimlich viele gute Gegner dabei. Und stimmt, es gab Leute, die da so ein bisschen gezweifelt haben an Arteta. Es hatte auch damit zu tun, dass das, was er spielen wollte, nicht zu der Mannschaft passte, weil das war nicht seine Mannschaft. Er hatte einen klaren Plan und den hat er relativ krass durchgezogen, aber du hast das Gefühl gehabt, dass da eben viel verloren geht, weil die Mannschaft es nicht so umsetzen kann, wie er möchte. Und mit jedem Jahr, wo er mehr in der Lage war, sich die Spieler zu kaufen, die das können, und es ist kein Zufall, dass da eben auch Ex-City-Spieler eine wichtige Rolle spielen. Ja, weil da kommt er selber her. Zinchenko, Gabriel Jesus. Genau. Oder ein Odegaard, der wirklich der perfekte Spieler ist für ihn zwischen den Linien. Mit jedem Jahr, mit jedem Halbjahr sieht das besser aus. Und man hat eben sich entschlossen, nach den doch schwierigen Jahren nach Arsène Wenger dann auf ihn zu setzen und ihm auch das Vertrauen zu geben, was sein Vorgänger Unai Emery nicht hatte. Und mittlerweile zeigt sich eben, dass das absolut richtig war. Martin, gibt es bei dir einen Verein in der Premier League, auf den du ganz besonders schaust? Vielleicht auch so einen kleinen Favorite? Ja, das ist schon auch Arsenal. Also ich fand diesen Wechsel von Havertz auch irgendwie sehr schön. Hat mich für ihn persönlich gefreut, weil ich so das Gefühl hatte, ohne dass ich ihn persönlich kennen würde, aber dass es bei Chelsea nie so ganz gelangt hat, sich da sozusagen in die Herzen zu spielen. Obwohl er super wichtige Tore gemacht hat, das wissen wir ja alle. Aber irgendwie dieses Standing und sich da richtig wohlfühlen und richtig Fußball spielen, so nach Herzenslust, ich glaube, dass das jetzt funktionieren kann. Deswegen werde ich da mit ganz viel Freude und Aufmerksamkeit hingucken, was Arsenal macht und was Havertz macht. Und was völlig anderes, ich bin auch total gespannt auf Newcastle.
Also da ist ja auch unheimlich viel Geld drin und das muss man halt sinnvoll ausgeben und denen scheint das irgendwie zu gelingen, auf eine ganz andere Art und Weise, weil das ist ja nun nicht wirklich Zauberfußball, jedenfalls nicht immer. Nee. Ja, vor allem mit Sandro Tonali, wir haben auch vor der Show schon über ihn gesprochen, einen sehr, sehr interessanten Spieler aus Mailand geholt, der natürlich auch wieder seine Ablöse gekostet hat, aber Newcastle, natürlich, wir brauchen jetzt das große Thema, wo das Geld herkommt, jetzt nicht nochmal aufmachen, das wissen wir, glaube ich, alle, aber dann tatsächlich auch mal das große Geld sinnvoll investiert. Ja, weil die hatten ja irgendwie, glaube ich, eine Gelddruckmaschine im Keller stehen, vor 20 Jahren oder so. Wie sagst du, die Älteren werden sich erinnern? Also die haben ja mit Geld um sich geschmissen ohne Ende und sind dann schön abgestiegen. Haben so ein super Stadion. Also das ist ja, also da sind ja Voraussetzungen durchaus da. Und jetzt wird halt Geld sinnvoll angewendet und mal schauen, wohin es führt. Mehr guckst du gerne die Premier League oder ist dir das alles ein bisschen zu viel? Ich guck's. Weniger als Bundesliga natürlich. Ich muss sagen, ich bin so aus Fanperspektive kein großer Befürworter von dem, was da alles passiert, weil ich dann doch gerne lieber ein kritisches Auge auf den modernen Fußball und seine Symptome und Auswüchse lege. Und ich halt glaube, dass die Premier League da allen voran eben auch, wenn wir jetzt zum Beispiel über das Thema Saudi-Arabien sprechen, ich finde dann zum Beispiel auch, wenn ein Klopp oder ein, gut, Klopp, Liverpool wird nicht aus Saudi-Arabien oder aus Katar finanziert, unterhalten haben sie sich trotzdem auch mal mit denen. Aber ich finde es halt schwierig, wenn so Pep Guardiola sich in der Pressekonferenz hinsetzt und sagt und warnt vor dem Geld aus Saudi-Arabien, wenn man selber diese Türen aufgemacht hat, für dieses Geld nach Europa zu gelangen. Aber wie gesagt, ja, ich gucke auch hin. Und wenn ich jetzt so einen Transfer wie Harvard sehe, finde ich auch cool. Ich finde es super, dass der jetzt auch wahrscheinlich wieder eher im Mittelfeld eingesetzt werden wird, auf der 8, wo er mir sehr viel besser gefällt, als zum Beispiel bei Chelsea immer, wo er auf dieser falschen 9 geparkt wurde, wo ich ihn überhaupt nicht sehe. Und auch mit einem Rice im Rücken hat er dann eben auch offensivere Freiheiten. Also ja, ich guck's, aber immer mit einem kritischen Auge. Dann lasst uns mit dem kritischen Auge ein bisschen weitergehen. Wir haben es hier gerade schon in diesem Trailer drin gehabt. Jetzt ist es mehr oder weniger offiziell, beziehungsweise soll jetzt wohl in den nächsten Stunden durchgehen. Wahrscheinlich ist auch schon wieder was passiert, seitdem wir hier diese Show live haben. Neymar nach Saudi-Arabien. Kann man sagen, da geht eine große Karriere jetzt zu Ende? Darf man das so drastisch formulieren? Also zu Ende würde ich sagen ja, weil jeder, der dorthin geht und nicht wieder zurückkommt, das ist praktisch eine Art Vorruhestand mit viel Geld. Aber bei Neymar würde ich sagen, eigentlich war es nie die Karriere, die es hätte sein sollen oder müssen, gemessen an seinem Talent. Wenn man den mal live gesehen hat vor ein paar Jahren, in welcher Geschwindigkeit, welcher Technik der gespielt hat, ich glaube, der hätte einer der allerbesten aller Zeiten werden können. Aufgrund von Verletzungen und vielleicht nicht der absolut diplomatisch ausgedrückt professionellen Einstellung, hat er das leider nicht geschafft. Und das ist, finde ich, immer wahnsinnig traurig, wenn du Spieler siehst, die über ein enormes Potenzial verfügen und es entweder aus Pech oder vielleicht auch aus eigenem Verschulden nicht schaffen, dem 100% gerecht zu werden. Und er ist so der klassische Kandidat dafür. Der hätte viel mehr machen müssen noch. Ja, also ich schließe mich der Meinung 100% an. Ich glaube, ist auch immer so ein Spieler, wo man sich nicht getraut hat, es auszusprechen. Aber es ist mir schön, dass du es auch mal gesagt hast. Ich glaube, wenn man ihn gesehen hat in Brasilien bei Santos oder jetzt auch seine Anfangszeit in Barcelona, hast du gedacht, ich glaube, das wird nicht nur der nächste Pelé, sondern das ist er schon. Und leider hatte man so das Gefühl, dann dieser Paris-Wechsel war schon, wo ich gesagt habe, also sportlich ist das keine Verbesserung. Ich muss auch ehrlich gestehen, natürlich, wenn du so eine Summe auf den Tisch gelegt bekommst, also wo fängt die Moral an, wo hört sie auf? Ich glaube, dann machst du diesen Move und ich glaube, dieser Move jetzt nach Saudi-Arabien ist am Ende irgendwo auch eine Konsequenz daraus, dass wenn du so viel Geld verdienst und sportlich es vielleicht auch in Europa nicht mehr weitergeht, ja, warum sollst du es dann ablehnen? Aber ich finde es schon schade, weil ich glaube, am Ende war er einer, der hätte wirklich sich auf eine Stufe stellen können mit Maradona, mit Pelé, mit Beckenbauer, mit den Namen, die wir heute noch kennen, die aber schon vor 50, 60 Jahren gespielt haben. Und ich glaube, das wird er im Weltfußball nicht, in Brasilien vielleicht. Und
Ich finde es im Gesamten ein Stück weit schade, aber ich glaube, dieser Wechsel am Ende ist, der ist gar nicht zu verhindern. Und vor allem, was du sagst, er hätte ja noch in Europa weiterspielen können. Also das Zeug hätte er dazu ja noch gehabt. Ich glaube, er ist jetzt 30, 31, also ist jetzt nicht so als... Ja, du sagst es, aber PSG hätte ihn gerne verkauft und hat keinen Abnehmer gefunden für das Geld, für das Gehalt, für das, was noch mit dranhängt. Ja, die ganze Zirkus, den du dir damit noch einkaufst, wenn du Neymar holst. Also Saudi war dann die logische Folge davon. Ähnlich wie mit Ronaldo übrigens im Vorjahr. Ähnliche Geschichte. Ja, der saudi-arabische Fußball wird immer präsenter, kauft immer mehr Stars ein. Wir haben jetzt diesen Sommer bestimmt 15, 20 Spieler mit einem riesigen Namen gesehen, die dorthin gegangen sind. Habt ihr vor der Entwicklung auch ein bisschen Angst? Kann man das so formulieren? Ich hoffe, dass sie mich einkaufen für 100 Millionen und dann ist alles gut. Also, nee, Angst, weiß nicht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass irgendwie, dass das dafür einen Markt gibt. Also sprich, dass da Abos oder sonst was verkauft wird. Aber ich würde es mir auch nicht kaufen. Wahrscheinlich sitze ich in 10 Jahren dann nochmal hier und sage dann genau das Gegenteil. Habe ich immer prognostiziert, dass es alles super wird. Also mich erstaunt es, wie da reingegangen wird. Und offensichtlich ja auch mit einer Strategie, dass eben nicht nur einer alles kauft, sondern dass viele, mehrere Spitzenspieler kaufen. Mich lässt es allerdings noch relativ kalt. Betrifft ja auch die Bundesliga nicht so wirklich. Ist ja eher. Ja, doch, gut, wenn man sich Sadio Mané anschaut, ne? Also wo wir jetzt nochmal beim Thema Ronaldo oder Neymar waren sehr froh, dass die Saudis aufgetaucht sind diesen Sommer. Ist auch die Frage vielleicht, also hoffentlich wird es nicht so ein China 2.0, ne? Also, dass das irgendwie nach 6, 7 Jahren oder vielleicht nach 10 Jahren dann alles wieder verpufft. Es ist immer so die Frage der Nachhaltigkeit. Ich glaube, mit den Zahlen, die jetzt da sind, ich weiß nicht, wie sich das irgendwie rentieren soll. Ich weiß auch nicht, wie attraktiv man die Clubs dadurch macht. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich gucke dann vielleicht doch lieber nochmal Tottenham gegen Arsenal oder dann am Ende vielleicht doch lieber so Real oder gegen Barca. Das sind einfach Namen, wo du sagst, das schaust du dann schon irgendwie lieber an, als dann Al-Hilal gegen... Ja, ich meine, wir haben vorhin über den Pokal gesprochen, die erste Runde. Ne? So scheiße das dann für den höherklassigeren Club ist, sich dann da richtig strecken zu müssen. Aber das ist es doch irgendwie. Und das kann da ja gar nicht sein. Ne? Aber also, es kann sich entwickeln rein theoretisch, braucht nur sehr lange Zeit. Ja, wie lange, also weiß nicht, ob wir das noch erleben dann. Also übertrieben gesagt, aber mir fehlt die Fantasie, dass man dort so viel Leidenschaft entwickelt, dass man sagt, ich gucke jetzt Saudi League, das ist für mich schwer irgendwie. Also es ist was anderes als hier, definitiv, aber wir haben da auch so ein bisschen, tendieren dazu, immer so einen leicht eurozentristischen Blick drauf zu haben. Die Liga in Saudi-Arabien hat schon eine Geschichte, also da gehen schon Leute hin. Es ist zum Beispiel, da liegt auch ein Unterschied zu China und das ist wiederum auch noch ein anderer Unterschied, ist, dass die Liga in Saudi-Arabien staatlich finanziert ist und das war sie in China nicht und dass das dort Teil eines Plans ist, der in der WM 2030 enden soll. Und das ist ein Sportswashing-Projekt. Es geht dabei darum, das Image eines Staates weltweit aufzubessern. Und ich finde, das ist ein Punkt, den man nicht vergessen darf, wenn man darüber spricht, weil das unterscheidet es auch nochmal von so Transferoffensiven wie damals in China, wo man sich aber eben auch wirklich nur diese ganz alternden Stars irgendwie rangeholt hat. Und jetzt ein Karim Benzema. Also ich glaube, Real Madrid hätte sich nicht beschwert, wenn der noch ein Jahr für sie aufgelaufen wäre. Und ich glaube, also der ganze europäische Fußball hätte sich Neymar auch noch mal bei irgendeinem Topclub lieber vorgestellt. Und die Liste ist ja lang. Also es gibt ja super viele Spieler, die jetzt auch, zum Beispiel aus der Premier League, Saint-Maximin, der nach Saudi-Arabien gewechselt ist. Also man hatte ja anfangs so ein bisschen, nicht die Befürchtung ist jetzt das falsche Wort, aber so ein bisschen die Idee gehabt oder die Vermutung gehabt, ist das richtige Wort, dass halt nur so diese Altstars da hingehen, wie Ronaldo jetzt zum Beispiel mit 36, 37, so ein Benzema irgendwann nachgezogen mit 35. Aber das Alter geht ja dann doch jetzt immer mehr auch in die 20er rein. Und ich meine, Neymar ist ja jetzt, dem hätte man ja locker noch 3, 4 Jahre zugetraut, oder nicht? Ja, aber du sagst, in Europa sieht man das nicht so gerne. Natürlich, wenn du der verkaufende Verein bist, siehst du das sehr gerne. Ja, Paris wird gerade, die werden sich richtig freuen. Ja, nicht nur Paris. Du kriegst Spieler los. Du generierst riesige Summen. Ich glaube, es ist so ein bisschen im Großen so, wie es vielleicht im Verhältnis Bundesliga zu Premier League im Kleinen ist. Auch in der Bundesliga wird oft so gejammert, die Premier League hat mehr Geld, aber wenn es dann darum geht, Spieler zu verkaufen, ist man oft sehr, sehr happy. Wenn du einen Kevin Schade für 30 Millionen verkaufst, ja, den du in der Liga nicht für 30 Millionen verkauft hättest und
Dortmund ist ja das beste Beispiel, die Jahr für Jahr oder jedes zweite Jahr aus einem Spieler, der für nichts kommt oder für fünf dann 100 Millionen Spieler machen und den meistens in die Premier League dann verkaufen oder zurückverkaufen. Und so wird es dann mit dem europäischen Fußball auch irgendwo sein, dass man vielleicht Stars etwas weniger halten kann, aber dafür kommt natürlich von außen nochmal neues Geld rein, das dann zirkuliert im besten Fall. Also für Angst und so weiter, ja, wird es sicher Leute geben, die sagen, es ist nicht gut für uns, aber viele werden sich auch freuen, dass da sehr, sehr viel Geld reinkommt. Nicht zuletzt die Spieler. Würdest du nach Saudi-Arabien gehen? Bei so einem dicken Angebot? Wenn jetzt einer zu dir hingeht und sagt, Marius, 100 Millionen für 2 Jahre. Würde ich es wahrscheinlich machen, ja. Das ist ehrlich, kann man für klatschen. Ja, also das ist eine ehrliche Antwort. Ich glaube, da kann man auch keinem Spieler einen Vorwurf machen. Hey, absolut nicht. Also ich finde, das ist das Geringste, was man machen kann, dass man den Spielern einen Vorwurf macht, weil ich weiß nicht, welcher Spieler das jetzt gesagt hat, wohin gewechselt ist. Ich glaube, von Chelsea. Er hat gesagt, ich mache es wegen dem Geld, ganz klar, weil ich kann jetzt in meinem Dorf ein Krankenhaus bauen, ich kann eine Schule bauen und ja, also, dass man dann einem Spieler noch einen Vorwurf macht, der das macht, verstehe ich dann auch nicht. Ich glaube, das muss man auch ein bisschen von Fall zu Fall bewerten. Ich zum Beispiel, mich hat der Transfer von Jordan Henderson nach Saudi-Arabien wirklich enttäuscht, weil das einer war, der immer sehr offen damit umgegangen ist, dass er sich für marginalisierte Bevölkerungsgruppen wie zum Beispiel die LGBTQ-Community einsetzt und auch, sage ich mal, da mehr gemacht hat, als nur die Binde zu tragen und diese und jene Schnürsenkel zu tragen. Und das hat er auch, hat sich damit selber auch inszeniert bis zu einem gewissen Punkt, hat dafür auch viel Lob bekommen und viel Lorbeeren eingestrichen. Und da, finde ich, muss er sich dann jetzt schon anhören lassen, okay, Glaubwürdigkeit vollkommen verspielt. Oh, definitiv, würde ich zustimmen. Ja, ebenfalls. Damit will ich jetzt nicht sagen, ein schlechter Mensch oder was. Nein, aber natürlich, also ich meine, wir haben ja beide, glaube ich, das Ankündigungsvideo gesehen, wo dann ja, genau der Bereich von der Binde immer ausgeschwärzt worden ist. Und es war ja immer die Rede von einem lebensverändernden Angebot und klar, also keiner von uns weiß wirklich, wie er reagieren würde, wenn so eine Summe auf einmal auf dem Tisch liegt. Hast du ja auch gesagt, das ist dann einfach eine Ausnahmesituation. Aber wie lebensverändernd ist denn so ein Angebot wirklich, wenn du schon über Jahre so viel Geld verdient hast, wie ein Jordan Henderson es bei Liverpool getan hat? Ja, ich kann es nicht beurteilen leider, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich doch noch ein Unterschied, ob du jetzt noch 2, 3 Jahre 7 Millionen kassierst oder klar, lass es 10 sein oder über dieselbe Zeit das 5-fache. Und dann deine Karriere vorbei ist. Vielleicht kannst du mit dem Geld dann auch viele gute Dinge machen hinterher. Also ich glaube schon, dass er Gewissensbisse hat, weil ich ihm das abgenommen habe, dass es ehrlich ist, sein Engagement. Dass er, wenn er sich aussuchen könnte, lieber woanders spielen würde, wo es diese Problematik nicht gibt. Aber dass er wie wir alle wahrscheinlich ständig damit konfrontiert ist, dass man zwischen der Realität und seinen eigenen Prinzipien immer wieder neu verhandeln muss. Und es ist nicht so leicht dann zu sagen, wo bis hierher nicht weiter. Also ich glaube, das ist für jeden dann nochmal verschieden. Klar, ich kann mir gut vorstellen, dass er bei der nächsten Gelegenheit, die vielleicht noch ein paar Jahre dauert dann, dann nicht sagt, mich interessiert das gar nicht mehr, sondern im Gegenteil, vielleicht sich noch mehr engagiert. Klar, also ich will jetzt auch gar nicht irgendwie, wir wissen alle nicht, was in ihm vorgeht und wie die Situation ist und was weiß ich, aber ich kann dann schon verstehen, dass es gewisse Liverpool-Fans gibt, die zum Beispiel das Leben von ihm unterstützt gefühlt haben, die jetzt sagen, hey, irgendwie kaufe ich dir das alles nicht mehr ab. Zumal Henderson ja natürlich... Ja, sag du ruhig. Ich wollte nur einen Gedanken reinbringen. Es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass er in seinem neuen Umfeld für neue Denkanstöße sorgt. Also was haben wir uns über Katar die Köpfe heiß geredet, wegen der Fußball-Weltmeisterschaft, aus vielen guten Gründen auch. Ich glaube, darüber ist aber auch ein bisschen übersehen worden, was da eigentlich in dem Land schon passiert ist. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass eben eine solche Persönlichkeit dann auch, wenn auch mit kleinen Schritten vor Ort vielleicht dafür sorgt, dass das Gedankengut, was er für richtig hält, dann da auch vielleicht zum Tragen kommt. Müsste man dann wahrscheinlich nachher. Man würde es wünschen, werden, ne? Aber ja. Das Glas ist mehr als halb voll. Bin gespannt. Natürlich auch eine Frage des Mutes, ne? Ja. Kriegst du auch die Unterstützung in dem Land?
Also ich würde mal davon ausgehen, dass in seinem Vertrag relativ klar festgehalten ist, was du sagen kannst und was du nicht sagen kannst. Kann alles gut sein. Wir können am Ende des Tages nur spekulieren, aber um nochmal zurück zum Sportlichen zu kommen, Saudi-Arabien bringt auf jeden Fall sehr viel Geld in den Fußball und stößt, wie wir es gesagt haben, neue Türen auf, auch für abgebende Vereine in Europa und nimmt uns aber auch leider den ein oder anderen Star, den wir gerne noch auf der europäischen Bühne in der Champions League und in anderen Wettbewerben gerne gesehen hätten, irgendwo ein bisschen weg. Wir haben jetzt für zwei Menschen, die hier im Raum sitzen und dementsprechend noch in Deutschland aktiv sind, drei Fragen. Ich kann euch übrigens versprechen, die Ed Broski Show bleibt erstmal in Deutschland, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Wir sind erstmal noch hier. Es sei denn, da kommt ein Anruf durch, dann kann ich auch für nichts garantieren. Ne? Also September und Oktober ist erstmal hier in Köln, kann ich euch sagen. Tickets könnt ihr euch kaufen, übrigens auf unserer Webseite atbroski.de. Sehr gerne mal reinschauen. Wie gesagt, die Highlights kommen übrigens ab morgen auch auf unserem YouTube-Kanal online. Könnt ihr sehr gerne auch mal abchecken. Die Links sind hier natürlich alle unten drin, auch zur Webseite. Aber wir starten mal rein. Wir haben insgesamt 5 Fragen, sind nicht 6. Eine haben wir schon während der Show beantwortet. Und die erste ist an Daniel Tune, die lese ich mal vor. Was war bis jetzt dein größter Gänsehautmoment, bei dem du als Trainer oder Spieler an der Seitenlinie oder auf dem Platz standest? Wow. Ich glaube, der erste Moment ist selber, wenn man irgendwann mal diesem Spielgerät hinterhergerannt ist sein Leben lang und dann darf man in einem Fußballstadion auf einmal aus der Kabine gehen und ein paar Leute gucken mehr zu als sonst. Also ich glaube, mein erstes Spiel als Profi war sicherlich ein Gänsehautmoment. Ja, und wenn man den einen oder anderen Titel auf dem Weg, den einen oder anderen Aufstieg noch einsammelt, dann kommen noch ein paar mehr Gänsehautmomente und will mich jetzt nicht davor verschließen, dass nochmal der eine oder andere auf mich wartet und den würde ich gerne auch nochmal haben. Also sicherlich immer in Verbindung mit Erfolgen. Nächste Frage geht an Marius Wolf, schauen wir auch einmal rein. Die kommt hier vom Kollegen Reich-27. Warum gibt es vergleichsweise wenig Weltklasse-Rechtsverteidiger? Was macht die Position so besonders in ihrer Flexibilität je nach Vierer- oder Fünferkette? Schwere Frage. ich denke, das ist eine schwere Position. Es ist nicht einfach zu spielen. Ich habe ja auch eher offensiv begonnen, quasi als rechter oder linker Flügel. Bin dann immer weiter nach hinten gekommen. Es ist keine einfache Position zu spielen, weil du eben ein gutes Stellungsspiel brauchst. Du brauchst aber auch den Drang in die Offensive. Das kommt dann wieder auch aufs System vom Trainer an, wie er die Position auslegt. Und ja, ich denke einfach, dass es ganz, ganz viele verschiedene Ausführungen von der Position gibt. Nächste Frage. Und die geht ebenfalls an Daniel Thune. Wer war der beste Spieler, den du jemals trainiert hast und wer wird das Überraschungsteam der ersten und zweiten Bundesliga? Jetzt muss ich schon wieder eine Prognose abgeben. Jetzt muss ich auch erstmal wieder gucken. Beste Spieler, grundsätzlich, er hatte schon viele gute. Würde behaupten, rein fußballerisch, Aaron Hunt war einer der besten Spieler, die ich trainiert habe. Definitiv dieser linke Fuß, das war schon, da musste es eigentlich nur loslaufen. Und dann hast du das Spielgerät in die Füße bekommen. Überraschungsteam, erste, zweite Liga. Ich hatte letzte Saison dann auch die dritte Liga verfolgt. Ich fand schon ganz cool, was Elversberg da gespielt hat, wie sie aus dieser Liga raus sind. Das nach dem Aufstieg schon in die dritte Liga. Ich glaube, dass sie in der zweiten Liga Fußball spielen wollen. Das haben sie gezeigt gegen Hannover 96. Also auch wenn die Ergebnisse noch nicht so eingetreten sind, kann es ein Überraschungsteam sein. Erste Liga, ich glaube, die beiden, die hochgegangen sind, wenn sie die Liga halten, dann sind es definitiv Überraschungen mit den kleinen Messern, wo sie dann doch kämpfen gegen die großen Schwerter Heidenheim und Darmstadt. Also jedes Ergebnis, jedes positive Ergebnis ist ein Erfolg. Und ich glaube, wenn sie am Ende des Tages 3 hinter sich lassen sollten, dann würde ich sagen, wahrscheinlich die größte Überraschung. Dann die nächste Frage wieder an Marius Wolf. Schauen wir auch gerne rein. Die kommt vom Ferdi-BSL. Vielen Dank fürs Einreichen. Wie geht ihr als Mannschaft damit um, regelmäßig eure wichtigsten Spieler zu verlieren? Siehe Bellingham oder Haaland. Es kommen ja auch wieder neue, wichtige Spieler. Nee, ich denke, wie wir es vorhin besprochen haben, dieses Jahr vor allem übers Kollektiv auch, dass nicht der eine Star-Spieler dabei ist, sondern dass wir einfach die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt haben. Und wie gehst du damit um? Im Fußball gibt es immer wieder Wechsel, Leute, die gehen, Leute, die kommen. Und
Du hast jedes Jahr das gleiche neue Ziel und so gehen wir es dieses Jahr auch wieder an. Aber das ist schon verrückt, oder? Wenn du mit so einem Spieler wie Haaland zusammenspielst, der dann kommt als relativ junger Bursche und dann auf einmal 3 Jahre später als der beste Stürmer der Welt tituliert wird, Premier League-Rekorde bricht. Absolut, das ist natürlich, sag ich mal, auch schön. Oder ich meine, er selber weiß es auch, dass es ohne uns gar nicht möglich gewesen wäre, den nächsten Step zu machen, weil er alleine spielt nicht, sondern wir haben ihn gut unterstützt, dass er auch seine Tore geschossen hat, sag ich mal. Und ja, es macht einfach Spaß, mit so jemandem zusammenzuspielen. So, dann letzte Frage, einmal an Daniel nochmal. Schauen wir hier auch nochmal rein. Kommt vom Timon. Boah, halbes Buch. Wie seht ihr die Entwicklung der Bundesliga im Vergleich zu den Top-Ligen und Saudi-Arabien? Wollen gute Spieler bald überhaupt noch nach Deutschland, wenn sie entweder nach England gehen, um sich einen Traum zu verwirklichen, oder nach Saudi-Arabien zu gehen, um dort das nötige Kleingeld zu verdienen? Das ist ja schwer, wir haben ja gerade ausreichend drüber gesprochen. Ich glaube, entscheidend ist aus meiner Sicht immer noch, dass das Motiv immer unterschiedlich sein kann. Also ich fand es total offen und ehrlich. Ich meine, wenn man 100 Millionen verdienen kann, ja klar, ist zuträglich sicherlich für den nächsten Lebensweg. Einige spielen Fußball aufgrund des Spaßes, einige wegen Ruhm und Ehre. Am Ende des Tages sollte es immer noch ein Ziel geben. Ich will ein Fußballspiel gewinnen. Und ich glaube, das ist immer noch wichtig. Das ist die Grundvoraussetzung, unabhängig davon, wie groß dann nachher der Geldkoffer dann auch ist. Und deswegen halte ich es auch für sehr, sehr schwierig, dann in diesem Moment darüber zu reden, inwieweit Neymar noch zuträglich ist für den Erfolg einer jeweiligen Mannschaft. Für mich ist es sehr wichtig, wir brauchen eine Hygiene auch in einer Mannschaft. Ich weiß nicht, wenn Neymar jetzt nach Dortmund geht, ob das so zuträglich wäre, im nächsten Jahr Erster zu werden. Würde ich jetzt eher bezweifeln, weil er, glaube ich, vielleicht dann nicht mehr hinter Titeln herrennt. Und deswegen, ich glaube schon, dass Geld sicherlich da ein wesentlicher Faktor bei ist. Aber grundsätzlich, ja, ich bin halt noch ein bisschen Fußballromantiker. Also ich glaube auch bei Henderson bei 7 Millionen oder so, der wird auch 3-mal am Tag warm essen können, der braucht nicht 40 Millionen im Jahr. Also ist mir dann ein bisschen zu viel und auch ein bisschen drüber. Also ja, sollen einfach zocken, Spaß haben, das ist gut. Haken dran. Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Wir werden jetzt diesen Platz, wo wir hier sitzen, einmal ganz kurz verlassen. Denn jetzt geht's mit euch allen an die Torwand. Ihr könnt hier noch die hier am Start sind, was gewinnen. Je nachdem, wie gut wir treffen. Also kommt alle einmal mit. Wir müssen einmal ganz kurz aus dem Studio raus. Ihr bleibt bitte sitzen. Den Applaus gibt's. Vielen, vielen Dank. So. Muss ich erst in die Ed Broski Show dafür? Bitte? Muss ich erst in diese Show? Ja, ja. Siehst du? Hervorragend. Ist gut, wenn man die Leute übers Ohr hört. Aber hier. Das Sportstudio, das ist ja nur aufgeschoben. Also ich meine, schon die richtigen Schuhe an. Ja. Ich glaube, da hört es auch auf bei den richtigen Schuhen. Also, das ist unsere wunderschöne Ed Broski Torwand. Ihr kennt sie mittlerweile ein bisschen demoliert. Jeder von euch hat 2 Versuche, 2 unten, 2 oben. Also insgesamt 4. Und für das, was ihr trefft, haben wir hier einen kleinen Counter eingeblendet. Und die Jungs und Mädels im Publikum können dafür was gewinnen. Wer möchte denn als erstes von euch? Ich fange. Raphael sieht so bereit aus. Das gefällt mir. Nimm dir den Ball. Age before beauty, sagt man. Von wo? Ja? Ab der Markierung, würde ich sagen. Ja. Sie sind viele Markierungen doch. Ja, stark. Publikum, einmal Applaus für Raphael. Der spielt für euch. Was können die gewinnen? Ei, ei. Es gibt unterschriebene Trikots, es gibt Bälle, alles Mögliche. Umarmung von Marius Wolf. Ah, schade. Publikum, wir üben mal was. Kennt ihr diesen pulsierenden Applaus? Kriegt ihr das hin? Versucht's mal. Vor jedem Schuss. Nee, ich bringe dir das mal ganz kurz bei. Wir haben viele neue Leute dabei. Ich zeig's euch mal ganz kurz. Hier, den hier. Wenn einer schießt, macht ihr den. Ja! So, wer ist der zweite Schütze? Marius Wolf! Fängt an mit 2 unten. Boah, knapp. Der ist wieder raus, ne? Ja, das kommt davon, wenn man doch für Videobeweis stimmt, ne? Oh. So, jetzt 2 oben. Für Marius Wolf. Knappes Ding. Maxi Beißer als nächstes. Zu seiner Zeit einen guten linken Fuß gehabt.
Zweiter Versuch. Maxi Weißer, rechts unten. Ja. Und der erste Treffer. Letzter Versuch, Maxi Weißer. Oben zählt doppelt übrigens. Und das wäre fast gewesen. Wer möchte von euch als nächstes? No. Ich kann wirklich nicht kicken, muss man dazu sagen. Aber jetzt macht sie drei Tore. Und genau deshalb kannst du dich jetzt unsterblich machen. Ach so, genau. DFB-Pokal-mäßig. Genau. Ja, schade. Zweiter Versuch für Mia. Publikum, ihr seid da. Ja, mach dir gar keinen Stress. Du hast genauso viele Treffer wie Marius Wolf gerade. Ja, gut. Links oben. Ja, oh. Knappe Kiste, ne? Und der letzte. Ja, oh. Knappes Ding. Machst du nix? Martin Groß als nächstes. Die Idee war gut. Ja. Hast du auch versucht, ne? Es geht weiter mit links um. Boah, das ist bitter. Letzter Versuch, Martin Groß. Nochmal einen großen Applaus. Boah! Und der zählt doppelt. Stark. Daniel Thun, unser nächster Schütze. Warte. Ich mach's dir nochmal einmal ordentlich hier. Du darfst. Zweiter Versuch unten rechts. Knapp, knapp, knapp. Zwei links oben. Und der letzte. Und der sitzt fast. Beinahe. So. Dann versuche ich mal mein Glück für euch. Krieg ich einen Applaus? Ist es möglich? Oha. Warum raunt ihr denn? Was soll das denn, Leute? Ja. Ich bin noch da für euch. Oh ja. Was ist los? So, wir gehen zurück. Ich glaube, wir sind bei 6 rausgekommen. Das war Ed Broski. Martin, komm hier nach vorne. Okay. Eure Fußball-Talkshow. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Gästen. Martin Groß, Maximilian Weißer, Mia Güte, Ralf Honigstein, Daniel Thun und Marius Wolf. Es war uns wie immer eine Freude. Und wir sehen uns im September natürlich wieder zu einer weiteren Ed Broski Show. Wenn ihr die Reise hier nach Köln antreten wollt, könnt ihr jetzt schon Tickets erwerben auf edbroski.de. Ansonsten verfolgt uns gerne auf den Social Media Kanälen. Morgen gehen die Highlights online auf YouTube. Und dann bedanke ich mich nochmal bei diesem wunderbaren Publikum. Macht's gut. Vielen Dank fürs Einschalten.